Ja, willkommen zurück zu Willen des Wahnsinns. Es ist schon wieder länger her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Heute in der Konstellation mit mir, Sören und Fabi. Hallo. Und wir spielen heute Lauf des Schicksals. Das ist eines der DLCs auf Steam. Und es hat so ein bisschen einen besonderen Twist bei der Beschreibung. Wir nehmen extra drei Schwierigkeiten, weil wir noch zu dritt sind. Haben auch kein NPC oder so. Ich zeige euch mal kurz den Tabletop. Wir haben bereits gepickt. Fabi spielt Norman Vivers, der Astronome. Der hat viel Wille und der kann, wenn der irgendwo draußen steht, kann der. Das ist aber ein Problem, wenn es eine Map ist, die nicht kein draußen hat, ne? Wäre gerade so klar geworden. Dann kannst du zwei Clues bekommen oder einen Horror wegwerfen, aber kannst du nur einmal pro Runde aktivieren und kostet auch eine Aktion, deswegen steht auch Action. Dann haben wir die Jenny Barnes von Sören, das ist die Dilettante. Die kann Aktion aufwenden, damit sie zwei Clues bekommt und einen Horror wegwerfen kann. Wenn sie keine hat, aber dann darf sie null Clues für haben. Und ich bin unser Standard-Pick Rita Young. Denn die kann immer ein weiteres Feld laufen als alle anderen und dementsprechend ist das ganz gut. Bin ich quasi der immer davon sprinten kann, wenn was ist. Oder halt schnell irgendwo hin muss, da bin ich wahrscheinlich dann auch ganz gut. Immer für gewesen. So, ja, werde ich. Spiel jetzt vorhin geguckt habe, kurz erklärt, ne, wenn es am Ende ist, wir picken hier, ihr wisst ja, Karton, die haben Fähigkeiten, wir haben aber auch so Werte, auf die würfeln wir und da müssen wir dann bestimmte Werte im Spiel erreichen, mit so einer Begleit-App. Genau, und wie gesagt, wir spielen auf Schicksals. Eure Auftraggeberin, Lady Helena, wird vor euren Augen durch ein vielfarbiges Portal verschleppt. Euch bleiben nur wenige Sekunden, um zu entscheiden, wer ihr ins Unbekannte folgen soll. Werdet ihr trotz der räumlichen Trennung den Fall gemeinsam lösen können? Natürlich ist es ein Koop-Spiel, das heißt, wir können uns natürlich trotzdem unterhalten. Anfangs haben wir jetzt noch ein bisschen Rollenspiel-lastiger gespielt, haben dann gemerkt, es funktioniert halt einfach nicht. Deswegen spielen wir jetzt auch so, wie es gedacht ist, nämlich mit den Regeln. So, wir picken erstmal. Könnt ihr mir gerade den Namen nochmal kurz durchsagen? Ja, kleinen Moment. Norman Wizards. Fangen wir mit dem an. Ach, hier ist schon mal die Jenny, die Reihenfolge, die wir die picken, ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt schon mal die Jenny mit, weil die hier ist. No? Norman Wizards. Da ist Rita Young. Beide Rivers. Und da war Norman Wizards. Ja. By the river. Wir starten mit einem Zauber. So, Nein! so, wir brauchen erstmal diese Sachen hier. Die können wir unter uns verteilen, ne, war die Regel. Fangen mit der 41er Derringer an. Wie immer, ne, das ist Englisch, aber zumindest die Derringer dürfte international sein. Okay, also vielleicht doch nicht. Ein Zauber, nein! Das wäre so schön gewesen. So, das ist ein gewöhnliches Item. Ich suche aber schon mal hier drüber. Es geht immer einfacher als über diese komische Searchbar. Monsters, Map, So, die Derringer habe ich schon mal. Items. Genau, man konnte ja nicht zeitgleich suchen, oder? Dann hat sich das irgendwie so rumgefuchtet. Und hier, nee, hier waren die Zauber. Nee, das sind die Tattoos. Also Search auf so einen Stapel geht. Man darf nur die Searchbar, finde ich beide, was beantragen. Fire Extinguisher. Jawohl. In die Geisterklinge. Das ist der Zauber. Das sollte der mit den meisten mentalen Kräften nehmen. Also ich glaube du auch wirklich, Fabi. Schrauben. Schlüssel. Was heißt denn Schraubenschlüssel auf Englisch, ey? Boah. Gut, und vor allem, wir sollten die Geisterklinge noch checken, weil die manchmal andere hat, aber ich Bench. denke, glaube ich. Ich erinnere mich. Storm, wo ist sie denn? Bandage. So, ich habe alle normalen Items. Poison Mist, Summoning. Geist der Klinge müsste. Cashroom Call. Warte mal, Icon vielleicht irgendwas? Das ist der Typ mit den. Hier, Spectral Razor. Ist ein Kampfzauber. Also sind ja alle so ein bisschen. Wobei, nee, nicht alles ein Kampfzauber. Das ist ein Kampfzauber auf jeden Fall. Macht zwei Schaden. Ist aber Nahkampf. Von ihrer Weise. Ja, dann sollte wahrscheinlich die. Ja, dann passt Rita eigentlich ganz gut, glaube ich. So, okay, wollen wir aufteilen. Es sind drei Waffen dabei. Das Zauber ist die vierte Waffe. Firearm ging meistens auf Gewandtheit oder Stärke. Und so beiden. Dann sollte Rita die Piff-Puff kriegen. Ich nehme die Piff-Puff, ja. Ich weiß nicht, die Geisterklinge, wenn die Nahkampf ist, ist ja auch Stärke und Agilität. Aber haben wir nicht Zauber mehr war aber benutzt, oft auch okay. Wille und oder Lore, das ist halt.
Ja, das ist keine Ahnung. Dann kriegt Fabi, weil der Will und Lore hat, dann hat es ein Agility mehr. Musst du oben ins Inventar packen, Fabi. Ist da unten ist nur ein. Bandzeug. Das sind halt Heavy Weapons. Heavy Weapons haben meistens Stärke. Vielleicht besser, wenn ich doch dir die Daring ergebe, weil ich mit Stärke halt mehr Schaden mache. Ja, wahrscheinlich. Dann kannst du die beiden Nahkampfwaffen. Oder ein, ja. Nimmst du die beiden. Oder eine Nahkampfwaffe nimmst du. Wie wäre es? Warte, Vorschlag. So auf. Nee. So, und dann nimmst du. So? Obwohl, du solltest wahrscheinlich eher mit dem mehr Schaden eher. Ja, die Bandage sollte nicht ich bekommen, tatsächlich. Weil ich kann 9 Damage taken, bevor ich eine Verwundung bekomme. Und mit der Bandage könnt ihr ja den Damage schnell wegmachen. Und ihr habt beide. Also Farbe am wenigsten. Deswegen sollte man vielleicht Bandage bekommen. Dann nehme ich aber nur die Feuerlöscher. Ja, dann bin ich halt im Notfall der die Flammen löscht. Mann. Genau. Ja, dann hat jeder eine Nahkampffähigkeit. Ja. Fernkampf habe ich eine. Du hast Feuerlöschen. Ich meine, du kannst auch beide, also ich würde dir auch beide Nahkampfwaffen geben, aber es macht, glaube ich, keinen Sinn, du wirst nie eine oder die andere benutzen, glaube ich. Deshalb. So, ja. Zwei Clues habe ich eben, hat jetzt jeder, genau, und dann passt das, du musst die noch eingeben, wenn wir genau sein wollen. Stimmt. Und dann 8, 6. Würde ich sagen, Spiel auf Bafort, jetzt müsste jetzt die Story kommen. Mal gucken, ob es auf Englisch oder auf Deutsch ist. Die größte Gnade auf dieser Welt ist, so scheint es mir, das Nichtvermögen des menschlichen Geistes, alle ihre inneren Geschehnisse miteinander in Verbindung zu bringen. Wir leben auf einem friedlichen Eiland und wir hören uns inmitten schwarzer Meerheit der Unendlichkeit. Aus Call of Cthulhu. Als ihr Lady Helenas Residenz erreicht, ist der Ärger bereits am Kochen. Vor euch, in der prächtigen Eingangshalle, funkelt ein vielfarbiges Portal. Eure Klientin hat eine Schrotflinte gezückt und wehrt sich gegen die seltsam gekleideten Einbrecher, von denen sie bedrängt wird. Ohne zu zögern stürzt ihr euch auf die Fremden und schlagt trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit auf sie ein. Bevor ihr zu eurer Auftraggeberin durchdringen könnt, löst sich eine Frau aus der Menge, die verblüffende Ähnlichkeit zur Lady Helena aufweist. Die Frau weicht der Schrotflinte aus und stößt Lady Helena unsanft durch das Portal. Ein anderes Team sucht bereits im Haus nach der Statue, sagt die Frau zu ihren Kameraden. Ich schlage vor, wir kehren zur Basis zurück und denken uns etwas Raffinierteres aus. Mit diesen Worten verschwinden sie alle durch das Portal und lassen euch allein in der stummen Eingangshalle zurück. Alles klar. Nachdem die Entführer verschwunden sind, kehrt Ruhe in Lady Helenas Eingangshalle ein. Der Spielplanteil, Hauptausstellungsraum. Und ein Wandmarker werden wie gezeigt ausgelegt. Ich hab's vergessen. Es geht schon wieder los. Das Gute ist, es ist ein DLC-Symbol dahinter. Und es gibt nicht so viele DLC. Ja, es gibt schon um einige Teils, aber man erkennt die DLC-Sachen meistens, weil die einfacher sind, also spezieller sind als die Basic-Sachen. Allein das Bild. Bevor wir jetzt um den englischen Begriff suchen, guck ich mir kurz die Bilder an. Wandmarker war das. Hier, ich hab's auch schon. So, was wäre hier, ne? Hier rum, okay. Das da unten. Ja, ich setz mal so in die Mitte, dass wir später noch nachrücken können, falls was kommt. Ne, so einer, oder? Ja, ist egal. Kann sein, von beiden nehmen sie beides Wandmarker. Auch nur Deko. Ey, hallo? Green? Du musst damit einfach die Wand verdicken. Ja, irgendwie konnte eine. Ach ja, mein Mausrad. Haha. Ja, genau, das Mausrad. So, okay, das hätten wir. Atemlos steht ihr da und versucht, die Ereignisse der letzten Minuten zu verarbeiten. Die Ermittlerfiguren werden, wie gezeigt, platziert. Also unten links starten wir. Das Portal ist bereits im Begriff, sich wieder zu schließen und schrumpft einen Rändern immer weiter zusammen. Auf der anderen Seite seht ihr einen staubigen Raum voller Kisten und hört Lady Helena mit ihren Führer ringen. Ein Interaktionsmarker wird ausgelegt. Ja. Ihr nehmt die Verfolgung auf und stürzt euch auf das schrufende Portal. Zwei von euch schaffen es auf die andere Seite, die anderen prallen vor der verengten Öffnung ab.
müsst als Gruppe entscheiden, welche beiden Ermittler das Portal gequert haben. Sobald die Entscheidung gefällt ist, entfernen die Ermittler, die das Portal gequert haben, ihre Figuren vom Spielplan. Wollen wir drauf würfeln, bevor einfach so, dass alle, also wir nehmen jetzt hier allen 6 Würfel und wer die mit den meisten Erfolgen haben es geschafft. Können wir machen. Die 2 höchsten Zahlen oder was? Mhm. Ja, wir können auch Meta denken und sagen, ich bin die Sprinterin, vielleicht bleibe ich besser hier, aber mir ist das egal. Hey, bei dem macht keinen Sinn. Ja. Haben wir auch normale Würfel? 4 Folgen. Nein, also Nein. Du musst einfach auf die 6 drücken. Genau, Sören hat jetzt auch 6 Würfel, 4 Erfolge. Und wir wollen wer die meisten Erfolge hat. Ich hab gerade gewürfelt. Achso, du hast gerade gewürfelt, das hab ich nicht bekommen. Nee, ich hab gedrückt. Ist doch jetzt egal. Mir steht 4 Successes. Ja, aber steht ich immer da. Ja gut, ich hab 0. Okay, sieht schlecht aus. Keine Ahnung, farbig, also steht unten links in Blau. Hast du auf die 6 gedrückt gehabt, als gewürfelt wurde? Ja. Weird. Also ich habe in Blau stehen 4 Successes. Ja, ich auch, aber wie gesagt, ich hatte ja dann gedrückt gehabt, als ich gesagt habe, wir würfeln jetzt mit 6 und dann habe ich ja sofort drauf gedrückt. Also wäre ja krass, gut. Wenn ich sage, ich würfel und du würfelst schneller als ich, nachdem ich sage, ich würfel jetzt. Tja, egal, auf jeden Fall bleibe ich hier, weil ich habe am wenigsten Erfolge. Gut, so euren Abend ins Portal. Ja, Abend ins Portal. Gut, also müsst ihr da weg. Ja. Kann man, wo ihr hinkommt, Time and Space halt. Kurz, wenn der letzte von euch das Portal passiert hat, schrumpft die Öffnung auf die Größe einer Faust zusammen. Wie viel Materie undurchlässig. Ihr könnt eure Kollegen auf der einen Seite sehen und hören, seid aber voneinander getrennt. Lady Helenas Flinte liegt auf dem Boden. Einfach gegen eine Schrotflinte wird ausgelegt. Shotgun. Ein Dolch glitzert in seiner Wandhalterung. Ein Durchsuchungsmarker wird ausgelegt. Mhm. Von der glänzenden Messingplakette steht Bibliothek. Ein Erkundungsmarker wird, wie gesagt, ausgelegt. Ja. Diese Tür ist unbeschriftet. Ja. Fliegt. Ist es nicht vor? Aber am Schild steht Gästezimmer. Erkundungsmarker. Ja. Einige der Möbelstücke könnten zum Verbarrikadieren der Tür verwendet werden. Ein Barrikadenmarker wird ausgelegt. Ich kann das alles nicht mehr. Bike hat, ja. Hat eine Aktion gekostet. So, ich glaube, das war der Aufbau. Okay, doch nicht. Aber doch. Wenn ihr euch in Lady Helenas Residenz umseht, stürzen eure Kollegen, die das Portal geschritten haben, in ein Kaleidoskop aus Farben, bis nach einer gefühlten Ewigkeit im freien Fall ein Ende in Sicht kommt. Das Portal lässt euch in einen staubigen Raum voller Kisten. Das Spielplanteil, Ausstellungsraum 3 und ein Türmarker. Wenn ausregt. So, okay. Ich search mal. Ausstellungsraum 3. Exhibition, wissen wir jetzt, wie es. Genau, Exhibit 3, da ist es. Wie rum müssen wir das drehen? Komische Kisten nach oben links. Mach hier mal so ein bisschen Abstand. So, keine Ahnung, was hier noch alles angelegt wird, ist halt die Frage. So, Türmarker hier auf. Passt. Die Ähnlichkeit zu Lady Helenas Eingangshalle ist beinahe gespenstisch. Ihr seht dieselben teuren Tapeten, dieselben Zierleisten, nur abgewohnt und mit den Jahren vergilbt. Was ein Wort. Wo seid ihr nur gelandet? Die Ermittler, die das Portal gequert haben, platzieren ihr Figuren nicht gezeigt. Beide müsst ihr euch da oben links hinstellen. Ja, ich komme angeflogen. Wo liegt meine Figur da? Ui! Hey, das sieht auch ganz seltsam aus, deine Figur. Fällt mir jetzt erst auf. Mhm. So, okay. Die Fenster sind mit Zeitungspapier abgeklebt. Trotzdem könnte es möglich sein, auf seine zu erkennen. Ein Sichtungsmarker wird ausgelegt. Ja. Als Erinnerung, Sichtungsmarker haben keine Aktion gekostet. Alter, das Geräusch. Hinter euch schrumpft das Portal zu einem faustgroßen, leuchtenden Riss zusammen. Dahinter könnt ihr die Eingangshalle sehen und die Stimmen eurer zurückgelassenen Kollegen, also nur einem, nämlich mir. Kommunikation ist also möglich, obwohl ihr in unterschiedlichen Welten gefangen seid. Hallo! Hi! Hi! Hallo! Hilfe, so hilft mir doch jemand, ruft Lady Helena und ringt mit der Entführerin. Während ihr noch damit beschäftigt seid, euch hier zu sammeln,
mit Lady Helena durch eine Tür links von euch gezerrt. Na, 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 ich werde schon nichts tun, sagte die merkwürdige Frau. Ich muss nur für einen Weilchen ausborgen. Über der Tür hängt eine staubige, angelaufene Plakette mit der Aufschrift Bibliothek. Die Tür ist unbeschriftet. Ich merke schon, das ist ja eins und eins selber. Und auf einer schmutzigen, angelaufenen Plakette steht Gästezimmer. Also, hey, ich habe auch schon mitgekriegt. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber es wird Ihnen noch leid tun, Lady. Ihr dürft nicht quer gekommen sein. Das Monster bezahlt der Killer. Erscheint, wie gezeigt. Kill. Ich hab da den Gegner spawnen. Okay, mit bezahlter Killer, aber wenn ich paid. No. Murder. No. Also mit Killer und Murderer findet man den bezahlten Killer. Hired Gun. Oh, fickt euch einfach. Mit euch. Ne, haben sie mir so gemacht, dass wir die Tokens am Rand lassen. Ach stimmt, ja. Und den Typen nur in die Mitte. Genau. Okay. Ich klopp den weg. Ja, Opa, mach mal. Nee, Helena sind für immer umzingeln euch. Das ist unsere Hexe. Erscheint wie gezeigt. Okay, wer jetzt... Rich. Oh, ja Mensch. Ein Bitch. Ich fahre einen Baba. Ein weiterer Entführerin, hä? Hebt einen Kopf mit Schuhen auf und legt auf die Handfläche. Monster hilft. Wie immer randomized, die Gegner wahrscheinlich auch. Das Monster Hybrid der tiefen Wesen erscheint, wie gezeigt. Deepborn. Deepborn Hybrid. Vorteil, wenn man in der Schule mit ist. Ich lass mir den Spruch. Ich hab den nächsten Spruch für das T-Shirt. Oh Gott. Deepborn wie Tobi? Nee. Okay, ja. Kommt jetzt noch was? Also, ja, warte, ich muss gerade überlegen, wie ich das formuliere. Okay, der war quasi schon mehr. Warte. An der Wand hängt ein staubiger Dolch. Dosungsmarker. Wird wie gezeigt ausgelegt wie Tobi. Oh Gott. Gezeigt ausgelegt wie Tobi, aber nicht, du lässt das wie wenigstens weg. Hallo, ihr müsst... Egal, ich mach's jetzt. Ups. Was soll denn man... Yeah, Search, hab ich schon gemacht, alles gut, weiter geht's. Ach doch was. Einige Möbelstücke könnten zu barrikadierten Türen verwendet werden. Ein Barrikadenmarker. Da oben, ja. Nach oben rechts, genau. Ohne die Hilfe eurer Kollegen werde ich es nicht schaffen, diesen Fall zu lösen. Alle Zustände, wahnsinnig. Die drei oder mehr Ermittler voraussetzen. Werden aus dem Spiel entfernt. Keine Ahnung. Wenn wir wahnsinnig drei haben, sind wir draußen. Nein, das heißt, alle... Also... Es gibt aber wahnsinnig, dann immer eine Karte zu ziehen. Sobald wir insane werden. Und wenn da steht, dass es mehr als drei Leute braucht, dann weg. Legen wir die weg und ziehen neu. Genau, ja. Ermittlerphase. Mein Charakter hätte auch eine Pistole in der Hand, sehe ich gerade. Also macht es wahrscheinlich Sinn, dass sie eine Pistole hat. Ja, vor allem ist es gut, dass ihr jetzt Waffen genommen habt, weil ihr werdet gerade umstürmt. Und wahrscheinlich bin ich jetzt sogar safe auf meiner Seite, weil bei mir sind die Entführer nicht. Wobei, ich hätte gesagt, ein anderes Team sucht. Ne? Ja, stimmt nicht. Wir haben, glaube ich, hier auch Gegner. Der Übersicht halt von links nach rechts. Also Fabi fängt an, dann ich, dann du. Wenn das für dich okay ist, Tobi. Jo, können wir machen. Ich starte Fabi. Willst du starten? Ja, ich soll doch anfangen, oder? Ja. Da musst du einen gehen und dann... Achso, ich muss im Feld sein, um ihn zu attacken, oder was? Bei Nahkampf musst du immer im Feld sein, genau. Ja, gut, ist es überhaupt Nahkampf, was ich da habe? Ja, erkennst du an dem Knife-Symbol da. Okay, wie mache ich das jetzt? Du benutzt eine Aktion und kannst dir aussuchen, auf welches Feld du gehst. Genau, erstmal wohin. Genau so. Jetzt muss ich in der App, würde ich sagen, du willst jetzt bashen, sagst du. Ja, den Zauber benutzen. Ja, genau, aber das ist... Das kriegt genau so. Also ich muss ja jetzt hier den anklicken, muss sagen, angreifen mit einem Zauber. Jo. So. Okay. Kaum hast du die arkanen Worte gesprochen, bist du plötzlich allein. Eine körperlose Stimme befragt dich in einer Sprache, die du nicht erkennst, aber instinktiv versteht. Würfel auf, Wissen. Bei 2. Hast du einen Erfolg. Ja, jetzt das mit 4 Würfeln und musst 2 schaffen. Genau. Weil du 4 Lore hast. Ach so. Ah. Dicht in dem Flieger. So, du kannst jetzt theoretisch einen Clou verwenden, dann hättest du jetzt 2 Erfolge. Ja. Das heißt, das funktioniert. Bei Erfolg hörst du ein fernes Echo und der Schleier dunkel hebt sich. Erst dann bemerkst du, dass es der Schrei deines Gegners war. Man erleidet Schaden in Höhe des Zauberschadens plus deinem Ergebnis.
Also quasi 4. Weil deiner macht 2 plus 2. Dann wird der Zauber umgedreht. Und du erhältst einen verdeckten. Und der Horrorschock. Ist jetzt immerhin tot. So, ich geb dir schon mal den verdeckten Horror. Nee, aber er folgt doch nicht. Doch, du erleidest einen. Stand da, okay. Klappt jetzt. Nachdem das alles abwägelt, erleidet er einen versteckten Horror. Oder? Ich kann jetzt nicht nachlesen, leider. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also. Ja, ich glaube, so. Fabi muss die Zauberkarte umdrehen. Da steht dann immer Zeug. Da musst du einen neuen Zauber ziehen. So funktioniert das. No additional effect. Das heißt, ja, hast Glück gehabt, passiert nichts weiter. Warte, ich gebe dir mal den Zauberstapel, Fabi. Dann kannst du jetzt quasi den Zauber hier drunter mischen. So funktioniert das immer. Mischen und dann ziehst du einfach einen neuen Zauber. Ist halt immer einfach, dass einer von fünf verschiedenen ist es immer. Weil verschiedene Side-Effects da drunter stehen. Ja. Hat er schon geflippt? Ja. Nein, genau, also, er hatte schon einen neuen gezogen. Genau, und die alte hat er ja auch schon geflippt, ne? Ja, da stand nur additional Effekt. Okay, genau. Manchmal steht da irgendwie drin, keine Ahnung, dir fällt Käse aus der Tasche. Das ist immer, genau, verdecktes Identity. Immer wenn das Spiel dir sagt, du musst den umdrehen, drehst du den um, ansonsten bleibt der halt so lange da, wie er halt da bleibt. Oder halt, ne, das ist mit Discardable und Horror, Fabi, wäre gemeint, dass du einen dieser Karten abwerfen kannst. Na, aber da müsstest du jetzt halt in Outside Space, das ist eine Fähigkeit. No. So, okay, da bist du jetzt aber tot, Fabi's Aktion ist vorbei und jetzt ist es drin. Hired Gun. Pow, 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 pow. Du willst auf den Hired Gun schießen, okay. Natürlich. Deine Schusswaffe. Die Waffe donnert und bebt dann hinten. Agility. Okay, 4. Also war, glaube ich, ganz gut, dass ich. So, 4, 2 zum Erfolg. 3. Ja. Und sehr leid, Schaden, Höhe des Waffenschadens. Die Jabba macht 3, ne? Ja. Mhm. Okay. Ja. Du hättest noch eine zweite Aktion. Ja, schieß nochmal. Warte. Mhm. Ach, in your space. Never mind, da steht, you may deal one additional damage by attacking a monster in your space. Schade, hätte ich den gekillt, wäre ich ran. Ja, aber das kann man. Wäre schlau gewesen. Egal, ich schieß nochmal auf Inferno. Nochmal auf denselben? Ja, auf denselben Punkt nochmal. Auch wieder gilt. Ich lese nämlich mehr diesen Text davor. Die Zuschauer, das haben wir schon sehr oft gemacht. Und ja, wir wissen es eigentlich. Wir gucken einfach nur hier, was wir brauchen. Wow. Ja, bei Erfolg triffst du die Gestalt am Arm, hörst die Vorscheiße schreien. Schaden, Höhe des Offenschanz. Damit ist der Rip. Monster wird abgelegt. Ja, Fabi, easy going hier, ne? Ja. Das muss auch so geil für dich da draus klingen. Wie kommst du durchs Portal? Was macht ihr da drin? Zing, zing, pow, pow. So, ich nehme tatsächlich die Shotgun, weil die 6 Schaden macht. Das ist extremst gut. Und ich alleine bin. Ja, ich glaube, das ist das Balancing vermutlich, wenn einer draußen bleiben muss. Allerdings kann ich mit Shotgun nur, das ist wie eine Nahkampfwaffe tatsächlich, weil ich kann kein Monster attackieren, das mehr als eins Feld von mir weg ist. Die Leute haben echt eine weirde Vorstellung von Shotguns, ne? Aber so, das ist halt die Frage. Ich kann einmal mehr laufen. Das würde mich theoretisch gleich in den dritten Raum bringen. Ich fange aber an direkt hier. Wir fangen so an. Ich gehe erstmal auf Explore hier links. Mach erstmal den Raum auf. Konst ist eine Aktion. Jawohl, mach ich. Gästezimmer. In die Zimmer herrscht das reinste Chaos, überall liegen ungestützte Möbel und verstreute Dokumente herum. Dieser Zoom-Marker wird abgelegt und der Spielplanteil Schlafzimmer wird ausgelegt. Oh Gott, Bedroom. So, du brauchst den mit dem Symbol. Den US einfach. So. Diese Schlüssel ist das Icon für den DLC. Mhm. Oh ja, dann greifen wir es hier. Locken und dann. Wow! Ein Begriff wurde 1-2-1 übersetzt. Ein Wunder! Oh nein, ein Mann ist gerade dabei, ist zum Beispiel voll der Mann. Ach, du wirft er das Dekor um und räumt Schubladen leer. Das Monster Kind der Ziege erscheint wie gezeigt. Child of the Goat. Ja, einfach den Goat Simulator im Nachbarzimmer, ne? Gibt's ja nicht. Ein großes Stahlschild hängt an der Wand. Eine Suchmarke ausgelegt. Ja, das Nützliche liegt auf dem Boden. Der einfache Gegenstand Buch der Geheimnisse. Wie gezeigt ausgelegt. Book of Secrets. Natürlich. Tome of Secrets, bei wem man Tome. Ach, dann suche ich jetzt so nach. Ach, Tome of Secret geht nicht.
aber Turb of Secrets, wenn ich das S vergesse, das ist eine ganz andere Seite. Okay, ich darf mich kostenlos einmal reinbewegen. Das mache ich auch, weil dann kann ich mit der Zottenaktion den nämlich direkt die Shotgun in die Fresse hauen. Ich ins Gesicht. Ja. Flick it away, yeah. Das ist trotzdem eine Schusswaffe, ja, genau, laut dem Icon, jawohl. Bietet es artig vor, ist auf die Klasse. Waffe. Hä? Ist das nicht eine schwere Waffe? Nee, steht da unten, Feierarm. Ja, okay. Entschuldigung, vielleicht gar nichts mehr. Ich denke mir, es ist ziemlich ungeil, vor einem brennenden Arm zu haben. Ich will den aber, warte mal, was steht denn hier bei Erfolg? Wirf zwei zusätzliche Würfel, was man auf deinem Feld ist, hätte ich vielleicht vorlesen sollen. Mach ich's grad nochmal. So, bam. Zwei Erfolge. Leid Schadenhöhe deines Probenergebnisses. Wow, toll, da bringt mir mein 6er Schaden von der Shotgun ja gar nichts. Ich habe ja keine Lust. Willst du einen nutzen? Ja, komm, ich nutze einen Clou. Okay. Und ich gebe dir einen, ich gebe Fabi einen. Weil ich eine Fähigkeit habe, wo es wahrscheinlich Sinn macht, dass ich mit euch die teile. Habe ich jetzt zumindest 3 Schaden. Ich könnte noch einen nehmen, dann wäre er tot. Warte. Fabi, sorry. Ich bezahle Tobi. Hier, Baby. Mach mal Schaden. Danke. So. Weg mit dem. Oder ihr. Ist doch egal, welches Geschlecht. Sogar Clou Daddy, ey. Weg mit der. Wir stellen die mal zur Seite, falls sie respawnen oder nochmal brauchen, ne? Sollten wir nicht ganz vor Bord kicken. Ich tue die mal hier auch zur Seite stellen, die beiden, die ihr gekillt habt. Das waren deine Aktionen, ne? Jawohl, damit ist jetzt die, sind jetzt die Monster dran. Wobei ich mich noch einmal bewegen könnte, tatsächlich, weil ich mich noch nicht bewegt habe, aber egal. Die Tür öffnen und schießen. Das sind doch 2. Stimmt, aber ich darf einmal mehr mich bewegen. Das Bewegen war ja kostenlos, hatten wir festgestellt bei meinem Charakter. Ja, warte. Das war ja mein Skill. Nee, du kannst einen so, extra. Wenn, ja, stimmt, wenn ich laufe, kann ich nochmal einen Rang mehr gehen. Ja, so war das, okay. Mythosphase. Nach kurz Moment der Ruhe hast du Zeit, über deine bisherigen Ermittlungsergebnisse nachzudenken. Dies müsste eigentlich wird schon der Ermittler mit den meisten Hinweisen. Bin ich, weil ich habe 2. Die Vielzahl der verschiedenen Spurenhinweise. Hä, wir haben bisher noch gar nichts rausgefunden. Was geht mit meinem Charakter? Wir haben geschossen und gehauen. Diese Hinweise, Fabi, spürst du die Hinweise? Ach, ich nehme jetzt keinen Clou. Beim Misserfolg kannst du dir unmöglich vorstellen, dass alle Spuren was mit dem Fall zu tun haben. Okay, ich muss jetzt einen Hinweis ablegen. Ja, dann ich schicke sie jetzt, ich tue jetzt betrügen und sage, ich nehme den Clou und dann. Ja, du musst ja nicht betrügen, du kannst dir den Satz komplett durchlesen. So oder so muss ich ja eh einen Klo ablegen dann damit. Ja, das spielt keine Rolle. Das Monster Hexe. Wirkt bis zu 2 Felder, sodass in Reichweite möglichst viele Ermittler ist. Dann greift es jeden Ermittler in Reichweite an. Also ich glaube, ist die Frage. Ja, für steht aber. Die 2 gehen. Also sie kann nicht neben euch beiden in seinem Feld stehen. Was sie eigentlich machen würde, deswegen ist die Regel dann immer den erstbesten. So, das heißt, das Monster greift Fabian. Ja, steht ja nicht dran und die greifen ja die an, die am nächsten erreichbar sind. Die Hexe stellt dir Rätselfragen, Fabi. Du musst jetzt auf Lore würfeln. 4. Können Häuser brennen, Fabi? 9. Ja, jawohl. Bei Erfolg rufst du ihr die richtigen Antworten zu und wirst verschont. Fertig. Jeder Ermittler muss einen Horrortest gegen das Monster mit den höchsten Horrorwerten Reichweite abhandeln. Das heißt, ihr beide. So. Braucht den Horrortest, bei mir ist keine. Mit der Hexe. So, es geht jetzt für euch beide. Die Stimme zwingt dich mir anzusehen, wie das Gesicht der Hexe verwelkt und Staub zerfällt. Das ist jetzt. Wille. Ja, dann mach ich den Spick zuerst. Jo. Das nope. Ist nix. Ein verdeckter Horror, ne? Nee, bei Misserfolg wächst dir ein neues Gesicht, dein Gesicht. Du hast 2 verdeckte Horror. Da war Fabi es geschafft. Da muss dazu stehen, dass jeder Erfolg einen reduziert, ne? Das war auch ja. Irgendwas. Ja, gab's auch. Aber so ist es aber vorbei und. Ja, alles gut. Ich wollte nur fragen, ob das immer so war oder extra zustimmen muss, aber passt. So. So, Fabi. Ja.
gib der Bitch eine Bitch-Slap. Ist die Hexe weg, oder was? Ne, hier steht sie. Die war doch hier, oder? Die hat sich doch zu dir bewegt, um dich anzugreifen. Deswegen ist sie doch in deinem Feld jetzt quasi. Oh ja, dann komm ich dir weg, die Olle. Mit einem Zauber. Ne, willst du? Ja, das hab ich ja nicht. Ja. Ein Schnelldurchlauf, sagst du die Formel auf und handelst die magische Gesten ab. Wenn du so was nötig ist, improvisierst du. Okay, plus eins. Das heißt, du darfst einen mehr würfeln, als du auf Wissen hast. Das erleichtert. Das heißt, du kannst fünf sogar benutzen. Ja. Das ist drei. Jetzt muss er leider Schaden höher deines Probenergebnisses, also drei. Dann musst du den Zauber gleich umdrehen, Fabi. The Monster suffers one additional damage. Ja, nice, damit ist sie tot. So, dann darfst du nochmal genau wieder reinmischen. Ups, so. Und neu ziehen. Sehr gut. Damit hast du jetzt eine andere Aktion, hast du die zweite Aktion für was anderes und die ist weg. Ja, das war's dann. Gut, dann ist er dran. Denk dran, dass sie jetzt seid, war immer ohne, ja, was denn los? Ich überlege, weil manchmal macht sie auch negative Dinge, aber ich vermute, ich gucke ins Portal, deswegen würde ich es machen. Ja, manchmal guckt man ja hin und triggert dann die halbe Map. Aus dem Fenster sehen. Ausstellungsraum 3, Ne, du bist. Nein, das ist ein Ermittler im Raum. Ausstellungsraum darf aus dem Fenster sehen, das bist ja du. Also willst du das machen? Ja. Ich frag trotzdem mal. So. Genau. Mehrere Schritte Zahlungspapier machen die Fenster so gut wie undurchsichtig. Dir fällt auf, dass sie erst kürzlich aufgeklickt wurden und alle aus dem Jahr 1942 stammen. Der Marker wird abgelegt. Wow. Das Abenteuer spielt 42. in den 60ern, glaube ich. Deswegen ist das wahrscheinlich jetzt hier der Ding. Also, Cthulhu spielt meistens in Zeit der Prohibition und dementsprechend ist 1942 ein bisschen länger her. Wahrscheinlich soll das euch flashen, damit dass ihr anscheinend jetzt gereist seid. So, aber das kostet keine Aktion, deswegen darfst du jetzt trotzdem was, zweimal noch was machen. So. Das ist 1942. Die Sowjetunion schlägt zurück und freut sich. Sieht sie. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, also, meinen ersten Move benutze ich hierhin. Jo. So. Denk dran, ich kann auch nochmal anklicken, was es ist. Das ist nicht gleich eine Aktion. Genau, guck, genau, was sind das für Räume, was kann ich erkennen und dann entscheide ich. Das oben war Bibliothek. Mhm. Das links war Gästezimmer. Okay. Ich guck schnell ins Gästezimmer, glaub ich. Okay. Bevor ich den folge. Einerseits die alte Plakette vermuten ließ, führt die Tür in ein unordentliches Wohnzimmer. Wackelige Bücher und Papierstapel sind um einen fleckigen Couchtisch herum aufgetürmt. Die Erkundungsmarke wird abgelegt. Wohnzimmer sowie ein Wandmarker werden ausgelegt. Ach du Scheiße. Ja, ich habe noch Living Room, weil Wohnzimmer ist ja eigentlich ein Living Room. Da kommen jetzt ganz viele andere Rooms. Also du hast nur noch Room. Ich habe noch Room eingegeben, weil Living Room findet da natürlich nichts. Ach, okay. Während ihr guckt, ich bin kurz was in den Ofen tun. Lounge, ja. Während Tobi seinen Ofen kontrolliert, kontrolliert ihr, ob ihr dieses Video schon geliked habt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, solltet ihr das schnellstmöglich tun und den Kanal abonnieren, denn hier gibt es nicht nur schlechte Wortwitze von mir, sondern hier gibt es famosen Tobi-Tupsen-Content, der echt Tobi ist, nicht wahr, Fabi? Auf jeden Fall. Nun. Fabi, kannst du mir einen Gefallen tun und das mal hier passend hinlegen, so wie es auf der Map ist, sodass das Bild nach links schaut? Ich kann so. Nicht mein Mausrad. Danke. Sehr gut. Ein Ursache. Ich helfe dir gerne mal beim Scrollen. Danke. Wie wenn er so verletzt ist, man irgendwas für ihn machen muss. Oder? Ja, wenn ihr da draußen mehr abonnieren und liken würdet, dann könnte Tobi hier mit seinen Influencer-Sachen wahrscheinlich mir eine neue Instant-Neues Maus organisieren. Also, like die Scheiße hier mal raus. Verschiedene Dokumente und Fotografien sind an die Wand geheftet und mit einem ausbleichten Bindfaden verknüpft. What the fuck? Abonniert 1000 Mal, dass Tobi endlich Geld verdient. Nur keine Bots machen, das nicht. Ein vergebenes altes Tagesbuch liegt aufgeschlagen auf dem Tisch.
Der ehemals rote Einband muss im Laufe der Jahre ausgelöscht sein. Was weiß ich, dachte, hier ist ein kleiner Raum und eine Sache. Du darfst dich mal ein Feld in den Kundenbereich bewegen. Jeet. Wir folgen der Quest als letztes, ne? Hier der, in den Raum ist sie. Wie konnte man nochmal pingen hier? Tab. Was? Tab. Tab. Ah ja, danke. Hier ist sie rein. Das heißt, du guckst. Ne, du kannst das hier machen und ich mache in der Zeit das hier. Und dann schauen wir mal, ne? Ja. Okay, Tobi, du bist dran. Ich bin dran, stimmt. Ich wollte schon auf weiterklicken. Da bin ich ja auch noch dran. So, ja, ich benutze erstmal hier das Search-Ding. Hier das Stahlschild, guck ich mir jetzt an. Das Schild ist zerbeult, als wäre er auf dem Schlachtfeld zum Einsatz gekommen. Darunter hängt eine handschriftliche Notiz, die ihn auf das Jahr 1314 datiert und vermerkt, dass es sich um einen der ersten Schilder handelt, die das Familienwappen trugen. Du hältst einen Hinweis. Dann wird der Marker abgelegt. Der Marker wird abgelegt. Welcher war das? Der da, ne? Ja, ja. So, ja, und dann mache ich folgendes. Ich laufe nochmal ein Feld. Verschwende damit zwar auch den zweiten Lauf-Move, weil ich will da das Tor mitnehmen. Ja, ich denke mal, es ist vollkommen fein, dass du läufst, nimmst und dann direkt danach läufst als Fähigkeit. My Move On Edition ist bei Part of Your Move Action. Ja, aber wie gesagt, ich will ja, ich muss ja auch eine Aktion, ja, ne? Deswegen spiele ich trotzdem am Ende, das wollte ich damit sagen. Du hast ja schon eine benutzt, stimmt, ja, macht Sinn. Alles gut, mein Gehirn war, Mythosphase. Portal flappt auf und seine Farben changieren in schnelle Abfolge. Kurz darauf wandern Ruhen des Suchens und des Findens über den Boden, der Eingangshalle und verblassen wieder. Oh, kein unbarer Effekt. Ach nee, das ist der einzige Time-Dinger. Woran soll man jetzt erkennen, wie die Zeit ist? Wahrscheinlich irgendwie. Egal, erstmal kein unmittelbarer Effekt. Du wirst abgestanden, so staub, dass ihr beinahe niesen müsst. Kein Effekt. Gut, wir wissen, 80% aller Szenarien dieses Spiels sind time-consuming. Durchsuch das hier. Ein staubiger Dolch. Ja. Du nimmst ihn herunter und stellst fest, dass er trotz seines Alters in gutem Zustand ist. Du hältst den einmaligen Gegenstand Ritualdolch. Ritual Dagger. Shadow Daggers. Ich wollte gerade überlegen, woher das kommt, das weiß ich wieder. So, Fabi, hier ist ein Dolch. Cool. Roll. Oh, der ist sogar strong. Roll one additional die while casting a spell. So, ups, bin ich in der App. Ein weiteres Zimmer der Residenz. Der Flur ist staubig. Überall stehen alte, kaputte Möbelstücke herum und ein schäbig ausgestopfter Bär ist an der Wand festgemacht. Dieser Kundenmarker wird abgelegt und das Spiel wird Teil Ausstellungsraum 1 wieder ausgelegt. Ach stimmt, muss ich da genau eingeben. Ich suche selber nach. Exhibition. Ich hab's schon. Ja, wie soll das funktionieren? Wenn ich den Decker benutze, kann ich doch nicht zusätzlich noch einen Zauber benutzen. Nein, das ist eine passive Fähigkeit, die hast du immer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Zauber mache, kann ich einen genau, Würfel mehr benutzen. Mehr, ja. Weil ich den Decker jetzt habe. Genau, nur bei der dann mit Haus. Ein paar Items haben aber passive Fähigkeiten. Vor allem, der Bär ist an der Wand festgemacht. Hier in der Grafik ist er in der Mitte des Raumes. Ein Bär. Ein Waschbär. An der Wand steht ein abgeschlossener Sekretär, dessen Beine wie Tanz Saturn geformt sind. Schnitzereien wirken abgewetzt und lediert und auch das Schloss sieht aus, als wäre es mit den Jahren eingerostet. Ein Dosenmarker wird ausgelegt. Einige Dielenbretter scheinen lose zu sein. Vielleicht wird das später noch nützlich werden. Und Interaktionsmarke. Ja, Türen führen die umliegenden Räume. Die Erkundungsmarker werden, wie gezeigt, ausgelegt. Ja, Tobi. Ich lese halt alles vor. Das ist doch der Meme hier. Einige Wurmstücke könnten zur Barrikade in der Tür verwendet werden. Ein Barrikadenmarker, wie gesagt, ausgelegt. Ich kann das mal nicht mehr, wirklich. Was ich jetzt immer sage? Ich mag das mental nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass wir bald irgendwas verbarrikadieren müssen. Und Fabi darf so in einen, fällt da rein. Und dann ist sein Zug zu Ende. Jo, Sören. Ja. Ich schaue mir den Untersuchungsmarker direkt vor meiner Nase an.
Der erste Blick fällt es schwer, die Fülle am Informationen zu verarbeiten. Vielleicht hilft es sich in die Person, das Ganze angefangen hat, hineinzuversetzen. Oh. Klicke mal Lösungsversuch mit. Das ist ein Rätsel, Sören. Mit Einfluss. Das heißt, du musst erstmal auf Einfluss wieder würfeln. Oh nice, das war alles Einfluss, sehr gut. Und dann hast du das hier gleich vor dir. Obi? Yes. Ist es okay, wenn ich jetzt noch sage, ich benutze meine Aktion andersrum, wenn ich jetzt weiß, dass es ein Rätsel ist? Ja, klar. Dann nehme ich nämlich zwei Hinweise. Mhm. Und das gerade ein Horror. Ja. Dann kannst du es halt nur einmal versuchen, weil du es erst aktiv gebraucht hast. Ja, aber vielleicht kann ich gut konverten. Ich konverte auch beide gleich. Gut, dann hast du jetzt drei Züge. Mhm. Muss mir jetzt, ohne dass mein Mauszeiger sieht, verklicken, was wohin soll. Kann ich die tauschen miteinander oder kann ich die nur also links und rechts tauschen? Oder, so, oder links und rechts nur. Okay. Oh, scheiße, Alter. Das ist ein Schiebepuzzle quasi auch wieder. Ja. Aber ich kann nicht das machen. Zum Beispiel. Alter, scheiß die Wand an, ey. Gut. Also die Flamme. Die Teekanne ist vielleicht ein guter. Die Teeflasche. Die Kaffeekanne ist vielleicht ein guter Referenzpunkt. Deswegen. Hast du das Gefühl, dass sie unten links richtig ist und rechts daneben die Wand ist? Oder hast du das Gefühl, die müssen mal nach ganz. Nee, die kann nicht ganz rechts sein, weil daneben. Genau. Die kann auch nicht ganz rechts sein. Da, und dahinter beginnt es mit. Nee, oder wahrscheinlich das. Nee, da steht ein B. Anfang eines Fs, oder? Auf dem Bild? F, ja. Neben der Kaffeekanne. Wo könnte das F dazugehören? Also gehört das nach oben und. Find him. Hier, Sören. Das da. Muss rechts daneben sein. Aber bedenke, guck mal, dass hier das Regal so aussieht, als wäre die Kaffeekanne da drauf. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das heißt, das wird wahrscheinlich in der oberen Reihe sein mit dem hier. Ja, dann tausch mal oben links mit dem Regalfuß einen nach rechts. Genau. So, okay. Ja. Und dann tauschst du die beiden links, oben und unten. Sieht richtig aus, oder? Nee. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte eigentlich, dass es so passt. Das sieht jetzt so aus, als würde das Regal fliegen, ne? Ja. Aber vielleicht ist es nur so komisch abgestimmt, weil hier ist es ja auch so seltsam abgestimmt, obwohl es passt. Hast du uns davon auch nicht irritieren lassen? Ich weiß es nicht. Alter. Ja, aber da fehlt ja auch der Zettel da drunter und oben ist weiß und ich glaube, da der blaue Streifen könnte auch helfen. Das ist schwer, was da von unten, was da von oben ist, ja. Okay. Boah, Alter. Okay, also die roten Fäden könnten hilfreich sein. Das Problem ist, ja, warte, der Bahn geht nach da und dann nach oben rechts. Das heißt, das war falsch. Weil die beiden liegen aneinander, das passt schon, finde ich, aber. Ja, aber die müssen, glaube ich, unten sein, weil wenn du schaust, wenn du das Bild Typenmitte siehst, ne, das zweite oben links, ne, mit den zwei Typen, der rote Faden geht nach rechts und der gehört eindeutig zu dem Bild da drunter. Ja. Und der geht ja dann nach oben, anscheinend zu denen. So wie es jetzt liegt, ja. Weiß genau zu dem hier. Genau. Genau, der muss dann vermutlich nach oben. Also das heißt. Also ich glaube, die Kaffeetasse. Also ich glaube, die müssen beide. Kaffeetasse muss einen nach unten und der Typ muss einen nach unten. Dann muss der. Boah, ist das. Unten. Tauscht mal die beiden unten in der Mitte.
Nee, unten in der Mitte, also die beiden unten in der, genau die beiden. So, als nächsten Plan habe ich nämlich, dass ich die beiden linken tausche, weißt du? Mhm. Also oben, unten. Und dann muss da oben der getauscht werden, glaube ich. Oh, Scheiße, Mann, ist das alles. Ja. Ich glaube, dass das Wanted über dem hier sein muss. Genau. Ja. Der muss, genau den du eben hast, muss einen nach rechts und einen nach unten. Und der muss. Du hast aber leider keine Züge mehr, ist das Problem. Genau, aber beim nächsten Mal. Ich glaube, ich habe einen guten Plan. So, das heißt, ich bin dran. So, ich nehme mir jetzt das Tome of Secrets. Weil das ist ganz so, gut. Ja. Ist das fertig? Jo, hab ich auch gerade gehört. Die Zuschauer auch mal wieder. Kommt jetzt besser auf der Pizza-Ding hören. So, jetzt kann ich mich bewegen als zweite Aktion und da ist zum Glück ein Free, bin ich gleich aus diesem verdammten Raum raus. Immerhin. Und das war's auch schon. Ja. Mythos-Phase. Okay, Portal bleibt auf, seine Farben in schneller Abfolge, wieder kein Effekt. Die Wände scheinen näher zu kommen. Die Sammlungsprüfung der Mittler, der die wenigsten Felder in Reichweite hat. Also ich habe 1, 2, 3, 4 Felder in Reichweite. Fabi hat 1, 2 Felder in Reichweite. Und Sören hat auch 1, 2 Felder in Reichweite. Das heißt, sie müssen eigentlich beide. Ja, was? Ja, ich vermute, wir müssen beide, ne? War das, wenn beide betroffen waren? Du hast jetzt ein Horror. Und den Willenskraft negiert. Dann wirst du betäubt. Ich würfel schnell. Was heißt das jetzt? So, also erstmal Willen würfeln, das macht Sören gerade. Das heißt, er kriegt zumindest keinen Horror, aber das Betäuben gilt trotzdem, weil es nach dem Dann steht. Genau, und so war das auch mit dem verdeckten Horror bei. Betäubt war. Das heißt, ihr kriegt trotzdem beide betäubt, aber habt trotzdem nichts anderes. Dazed ist das eine und Stunt war das andere. Es gab es nicht. Ich glaube, Stunt müsst ihr nehmen. Sehen wir jetzt dann, Leute? Okay. Weil Days ist, glaube ich, benommen. Benommen, ja. Das ist ja betäubt, also Stunt. Ja, ich guck mal bei Google, was dann eher auf was läuft. Das ist ja irgendwann raus und ich weiß nicht, wo ich das suchen muss. Ja, Days ist benommen und Stunt, Deutsch, ist betäubt. Ja. Genau, nimmt euch einen Stunt und das kommt nicht hier in Fabi, das kommt bei Physical Attributes. Oder mental eigentlich. Ich weiß nicht. Er ist so ein bisschen beides, ne? Aber ja, du kannst jetzt im nächsten Zug kannst du nur einmal laufen. Heißt das einfach. Ernsthaft? Ich habe jetzt nur noch einen statt zwei. Nein, du hast nur eine Bewegung statt zwei. Also du kannst immer noch interagieren bewegen, aber du kannst dich mehr zweimal bewegen. Nein, wir können nur eine Aktion machen, nicht mal eine Move-Aktion. Wir können. Ah, das ist es. Ihr habt nur eine Aktion, aber am Ende der Runde legt ihr die wieder ab. Das heißt, ihr habt nur nächste Runde nur eins. Das heißt, belastend für eure nächste Runde. Das wird die jetzt. Aber ich gehe jetzt mal kurz das holen, sonst verbrennt es nämlich. Ja. Meine Chicken Nuggets verbrennen. Und wenn ihr wollt, dass euer Essen nicht verbrennt, dann richtet euch nach den Timern in den Let's Plays. Mhm. Und like dieses Video, sonst komme ich vorbei und stelle heimlich eure Ofentemperatur höher, sodass diese Sachen verbrennen. Abonniert, wenn ihr Fischstäbchenpizza mögt. Grüße gehen raus an deinen Arbeitskollegen Gio, der jetzt wahrscheinlich gerade genau in dem Moment so ein Herzstechen verspürt. Und wer hat wieder das böse Wort gesagt? So. Das lacht er. What is funny? Wir haben Fischstäbchen Pizza gegrüßt und wir glauben, dass Gio gerade Körperstechen bekommen hat. Ja. So. Allein meine Gedanken daran. Ich spüre das einfach, wenn er nicht da ist. So. Wenn er schlecht über Pizza redet, merkt er es trotzdem. Ja, hier diese gelbe Futzelding da. Der Sekretär. Hä? Ah, okay, Ende.
Geht nicht auf, ist zu eingerostet, nicht mehr leicht zu öffnen. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich. Nee, der bleibt trotzdem. Du wirst wahrscheinlich den Schlüssel brauchen. Das wird nicht einfach so gehen. Das Spiel weiß ja dann, wann es dir den Schlüssel gegeben hat. Das heißt. Ich vermute, dass die Tür dann hier auch verschlossen ist, oder? Wissen wir noch nicht. Aber Fabio, du hast. Das Gelbe ging nicht, so, und damit hast du immer noch die Aktion. Du kannst jetzt immer noch sagen, du gehst nach links oder bewegst dich einmal, wie du willst. Hm. Achso, Da ist halt die Entführerin hinter, ne? Es kann sein, dass du was triggerst damit. Das ist halt die Frage. Aber wir sind ich auch schlauer, wenn du in die andere Richtung gehst, weil ich muss danach hier hingehen. So kannst du die Räume checken, während ich die denen dann gehe. Okay, das war Fabius Aktion, ja. Was glaubst du schlauer? Jetzt die Aktion nutzen, um Clues zu machen, sodass ich nächstes Mal deutlich mehr Erfolge habe? Ja, ne? Ja. Also ich benutze jetzt meine Aktion, hole mir noch 2 Clues. Valide. Genau, dann mache ich das so und dann kann ich in nächste Runde kann ich 2-mal das Rätsel ansetzen. Dann kommt das hier weg. Clues. Steht in. Genau, durch Spielen. Entweder durch Fähigkeiten, durch. Wenn du vielleicht manchmal findest du welche hinter den Dingern. So, und du kannst das hier ablegen. Genau. Ich schon. Okay, Entschuldigung. So, okay. Ja, damit ist unsere Aktion vorbei. Ich bin noch am Leben. Echt? Still alive and kicking, jawohl. Und ich kicke erstmal. Your ass. Ach, ich habe ja auch den Dolch auf der anderen Seite. Ja, komm. Solche Halterung oder Fuß vor sich her mit der Klinge. Der Mittler mit dem einfachen Gegenstand Ritualdolch bemerkt, dass sein Dolch verschwunden ist. Sorry, Fabi. Hä? Sorry. Lest doch, ich hab dir den Dolch geklaut. Hier, warum? Der Mittler mit dem einfachen Gegenstand Ritualdolch, das bist du, bemerkt, dass sein Dolch verschwunden ist. Was soll denn das? Was ist denn hier für ein Teamwork? Ist mich verarschen oder was? Ich wusste doch nicht, dass ich heute Deutsch klaue. Okay, also wir merken uns, das hat direkt, also nicht nur so, wir können es durch das Portal zugucken, sondern es hat auch Einfluss. Das heißt, wir sollten vielleicht Sachen nehmen, nicht nehmen, die der andere schon hat. Das wusste ich jetzt halt nicht. Das Ding ist, Fabi, ich könnte sie ja zurückdraben, wenn wir nebeneinander stehen würden, was nicht der Fall ist. Damit habe ich als Nicht-Zauberer jetzt den Deutsch. Geil. Das Spiel ist beendet, wir sind schon Game Over. Nee, ja. Ich gehe jetzt noch ein Feld weiter und damit bin ich auch zu Ende. Oh, was soll schief gehen? Die neuesten Ermittlungsergebnisse. Hä? Stellen alles in Frage, was du über die Welt zu wissen glaubst. Oh mein Gott, der Dolch ist weg, er ist in meiner Hand. Theoretisch. Für den, der, wo der verschwindet, macht schon ein bisschen Sinn. Betrifft den mit den meisten Hinweisen, also mich und Sören, weil wir gleich viele. Du sprichst dieses Spiel, das macht sich. So, ich würfel zuerst, Lore. Nee. Das ist Lore, ja. Wow, okay, Misserfolg. Misserfolg bricht dein Weltbild zusammen. Du erleidest einen verdeckten Horror und legst 2 Hinweise ab. Au! Nutz einen Hinweis. Welchen Lore? Stimmt, ich nutze einen Hinweis, damit ich keine 2 Hinweise ablegen muss. Ja. Blau wie der Ozean. Easy. Alles klar, haben wir geschafft. La 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 la. Ah, falsches Spiel. Bei welchem Spiel war das, wo ich Party. Ach, das war beim gegebenen Markus Ritter. Ne? Das ist auch ein Zeichen. Durchsuchen. In der Hoffnung, das Versteck zu finden, hebst du eine lose Dealbrette an. Du darfst alle beiseite gelegenen Besitztümer beanspruchen und in deinen Spielbereich legen. Kein unmittelbarer Effekt, falls es keine beiseite gelegten Besitztümer gibt. Hey. Also ich glaube, dass ich jetzt gleich einen ähnlichen Raum finden werde und kann da was in das Ausrufezeichen legen, dann könnt ihr das da rausnehmen. Darauf jetzt hinauslaufen. Und andersrum. Also wir können uns damit Items traden. Das bedeutet, Fabi, ich würde sagen, Fairness halber ist das jetzt keine Aktion gewesen. Weil es wäre so ein Assi. Das heißt, ja, du kannst, da hast du hier 2. Okay, ja, dann hier. Und da. Das Gute an dem Spiel ist, man kann selber noch ein bisschen gegen entscheiden. So, ja, erkunden. Holztür billig. Überall stapeln türmen sich Bücher. Dieser Erkundungsmarker wird abgelegt, der Spielplanteil Büro wird ausgelegt. Die Office. Ja, genau, Office. Beste Serie. Zack. Da stehen jetzt die Typen hier im Weg. Hahaha.
Wenn wir die wieder brauchen, fahre ich so mit dir wieder 10 Jahre, weil du mit den Tischkugeln, wenn du nicht aufpasst. 10 Jahre, ja? Ja. Wie es aussieht, war kürzlich jemand hier und hat etwas recherchiert. Ein Supermarkt wird Wegezeit ausgelegt. Alter, warum triggert es das eigentlich so, wenn ich das sage? Weil man das doch nicht mehr vorlesen muss. Doch, weil ihr sonst nicht checkt, dass ihr was hinlegen müsst. Doch, ich lese es doch nebenbei. Du siehst doch, wenn dieser Marker aufploppt. Ich nicht, weil ich nur ein Bildschirm habe, ein Hauptbildschirm und ich sehe, was du da hinlegst. Ich höre es nur. Auf dem Boden etwas, mit dem du nicht machen könntest. Da war Gegenstand Kerosinlampe mit ausgelegt. Das ist genauso wie bei Resident Evil, was sie gezeigt haben, wo jeder zweite Satz mit Simmons geendet hat. Da wo ich gedacht habe, Leute, verarscht mich doch nicht. Das hast du dir gemerkt, dass er Simmons heißt, ne? Ja, dieses ganze Zeit Simmons hier, Simmons da, Simmons dort. Simmons kann nicht mal, Simmons ist kacke. Vor allem wurde Gysi 6 im schlechtesten Teil der Reihe nachweislich gestraft. So, darf ich ein Feld in den Kundenbereich hineinbewegen. So, du hast dann danach noch eine Aktion, das heißt, du könntest jetzt immer noch das Search machen. Was meinst du, sollen sie den Raum clearen oder soll ich den anderen Raum aufmachen? Gut, danke fürs Gespräch, geh rein. Du kannst uns doch eine Sekunde überlegen lassen. Ja, dann mach halt wenigstens ein oder hm. Ja, da kam ich ja nicht dazu. Nach einer Sekunde hast du, also... ganz entspannt. Ich bin alt, ich muss doch erstmal alles verarbeiten, was passiert. Was denkst du, warum Bingo so langsam gespielt wird? Ja, mach hier den Search. Search mal. Gut, ich search mal. Sorry für die kürzeste Pause. Ich musste kurz essen. Um Hinweis. Einige der Aufschreibungen und Bücher sind seltsam. Sie beschreiben Orte und Gegenstände, von denen du nie gehört hast. Bei den meisten handelt es sich um Geschichtsbücher, wobei auch das ein oder andere Zauberbuch darunter ist. Mhm. In einem geht es um die Auffindung verlorener Objekte. Die anderen befassen sich mit der Anzapfung magischer Artefakte. Und Stärkung der eigenen Zauberkraft. Wählst einen Hinweis. Dann wird der Marker abgelegt. Siehst du, jetzt erhältst du einen Hinweis, einen Hinweis. Yay. So. Das war's dann bei Fall. Mhm. Ich würfel mal auf das Rätsel. Das war Influence. I'm sure about that. Mhm. Ich benutze einen Punkt, so dass ich 4 einsetzen würde. Okay. So, ich spiel QS währenddessen, sag mir einfach, und ich mach dann. Okay. Was soll man da machen? Das Bild zusammensetzen. Okay, was war jetzt meine Reihenfolge der Wahl? Du tausch bitte beide linken Reihen mit oben und also erst die beiden links, genau. Das machst du mit der Reihe daneben bitte auch. Ja. Dann tausch du oben rechts mit den links daneben. Genau. Depp. Ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Gute Musik zum Nachdenken. Okay, oh Gott. Oder auch Text. Wer auch immer die Collage angefertigt hat, während Tobi gerade vermutlich seine Pizza vergenusswurzelt, war besessen von Lady Helenas Familienstammbaum. Bizarr ist die Zeitspanne, aus der die Dokumente stammen. Vom 12. bis zum 22. Jahrhundert. Erstaunlicherweise ist Lady Helena nicht das einzige bekannte Gesicht auf den Fotos. Am äußeren Rand der Collage hängt das Bild einer jungen Frau, die Lady Helena bemerkenswert ähnlich sieht. Lady Elizabeth. Wenn man der Collage Glauben schenken kann, ist Lady Elizabeth die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin von Lady Helena. Du erhältst dem besonderen Gegenstand fehlende Verbindung und 2 Hinweise. Dann wird dieser Durchsuchungsmacher abgelenkt. Missing Connections. Mhm. Ja, mach du, wer auch Missing. Nope. Missing Link. Das wird sein, oder? Ja, das klingt richtig. Kommt ins Quest-Inventar, ist Quest. Genau. Ja. Das war bei uns immer hier so. Genau, ne? Medica. Medica. Und 2 Hinweise hast du? Jo. Gut.
Und mit meiner zweiten Aktion diesel ich nochmal hier runter. Jo, alles klar. Und beende meinen Zug in Abwartungsmodus. So, dann öffne ich mal hier die Tür. Und hier steckt sich ein langer Flur. Dieser Erkundungsgang wird abgelegt, dann spielt man Teil Flur mit Gemälden. So wie ein Türmark. Room. Gallery. Oh. Naja, es wird nicht die Gallery sein. Floor. Habe ich schon geguckt. Ja, aber es ist doch dieselbe Exhibit. Das ist derselbe Raum, wie wir haben, oder? Nein, bei, dir, bei euch steht ein Bär. Bei mir ist da irgendwie so ein Statue. Ja, der Raum heißt Exhibit. Ja, aber das ist ein Unterschied. Eben hieß, muss man ja ein anderes. Oh, Korridor vielleicht, warte. Korridor? Natürlich nicht. Guck mal, schneller, ich suche gerade schon auf Optik. Da, ich hab's. Portrait Hall ist gewesen. Hätte ich's. Ja, ja. Mit Hall hätte ich übrigens Portrait Hall nicht gefunden. Das wäre auch geil gewesen schon wieder. Ey, ich pick doch die Biene, Alter. Was? So macht man also hundig, ja? Ja. Technically ja. An der Tür klingt die Stimme einer jungen Frau. Warten Sie nur, bis Lady Helena zurückkommt. Mit mir können Sie keine Angst einjagen. Laues Gepolster ist zu hören. Seite steht ein abgeschlossener Sekretär, dessen Beine wie Tanze Satyren geformt sind. Was ist Satyren? Ein schweres, kunstvoll verziertes Bücherregal thront über dem Flur. Flur. Ein Sardinenbrett scheint los zu sein. Das wäre ein gutes Versteck für Gegenstände. Ich hatte recht. Ich will mein Messer wiedergeben. Stimmt. Diese Tür führt ein weiteres Zimmer der Residenz. Dieb. Einige der Möbelstücke können zum Verbrechen der Tür verwendet werden. Ich kann das nicht mehr. Ein Feld in den Bereich hinein. So, jetzt gucke ich mal, ob bei mir der Sekretär aufgeht. Vielleicht geht er dabei wieder auf, Fabi. Ist ja bestimmt nicht schwierig zu knacken und aufzubrechen. Ja, ich bin stark, den Sekretär aufbrechen. Du reißt am Deckel. Stärke Probe. Das wird nicht reichen. Ich benutze trotzdem mal einen Clou, um es zu testen. Zwei. Deckel bleibt natürlich geschlossen. Das ist doch scheiße. Clou umsonst verwendet. Zug vorbei. Ich den aufkrieg, kriegt Fabian nämlich auch auf. Oh Gott, ein körperliche Stimme hält durch das Haus. Was haben wir denn da? Ein paar neue Schüffler. Mal sehen, wie euch das gefällt. Ja genau, weil ein Sternenvampir auch reden kann. Alter, dieses Randomizen. Das Monster Sternenvampir erscheint wie gezeigt. Star Vampire. Ne, ich weiß nicht, wie es original, der Originalname von dem Monster ist. Ich suche. Tatsächlich. Ich bin auch überrascht. Das Ding ist eines der härteren Viecher aus dem Schwimmmythos. Also passt gut, dass wir es so aufgeteilt haben, Fabi. Please send help. Okay. Hey, wieso war der mit Star Vampire zu finden? Ich dachte mit Edward Cullen. Als Norman Vivers beiläufig über die Wände streicht, wird er von grässlichen Visionen übermannt. Verrat und Blutvergießen müssen beim Bau dieses verfluchten Hauses eine Tagesordnung gewesen sein. Norman Vivers erleidet 3 Horror. Aber Wille plus 1 erleichtert negiert. Weißt du, ist schon cool. Das, was mit Real Life passiert, passiert auch ingame. Also, weil wir darf 6 Würfel benutzen für Wille. Wenn du jetzt mehr als 3 schaffst, also mindestens 3 schaffst, erleidest du auch keinen Horror, ansonsten musst du umdrehen. Oder ziehen und umdrehen. Okay, du würdest jetzt noch 2 erleiden. Außer du bist. Klus hören. Hammer Time. Hey. Warte mal, wo ist denn das? Hey? Was suchst du denn? Ach nein! Mein Gott, ich hab die noch gar nicht aufgesammelt. Ich hab die ganze Zeit hier das gelesen von der Laterne. Dass man die discarden kann, um alle Lupen zu einem Stern zu machen. Nee, die hast du noch nicht aufgehoben. Ja, ich weiß. Er kriegt doch alle 3, wenn er es nicht schafft. Eben war ja auch so, Norman erleidet 3 Horror. Das hatte ich ja auch. Ich dachte, das muss extra erwähnt sein pro Erfolg.
Nee, negiert. Wenn negiert da steht, dann negierst du um so viele Erfolge hast. So, Fabi hatte einen Erfolg, das heißt, er muss jetzt nur noch zwei erleiden. Also Fabi erleiden heißt aufdecken. Nee. Aufdecken der Karten oder ziehen und aufdecken, wenn du keinen hast. Erleiden ist immer. Ist ja, ich hab nur eins. Ja, nee, du musst das jetzt aufdecken und noch eins zusätzlich ziehen und gleich aufdecken. So, kein Effekt. Jetzt. Das ist mal das Beste. Das kann aber wieder weg. Jetzt musst du noch eins ziehen, weil da steht zwei erleiden. Und erleiden heißt immer ziehen und aufdecken. Und nicht verdecken. Umdrehen. Ja, genau, direkt umdrehen. Bekomm Lost in Time and Space. Schau, Fabi. Bin ich tot? Nein, nee, Lost in Time and Space war doch eigentlich sogar manchmal Vorteil. Ja, du kannst dich jetzt, du bist jetzt also du bist mit Morpheus gerade in der Blue Oyster Bar und trinkst Pina Coladas und musst überlegen, wie du zurückkommst. Das ist der Running Gag hier. Also du kannst einfach wieder rauskommen. Kostet dich allein nur eine Aktion, also kostet allein eine Aktion, aber in der Zeit kannst du nicht selber attackiert werden und du bist sonst auch gegen alles unbeeindruckt. Und du kannst dann... alles machen? Nee. Du kannst trotzdem nichts machen. Du musst dann wieder in die Welt zurück. Damit du was machen kannst. Das heißt, damit bist du jetzt weg. Ja, nächste Phase. Wir sind jetzt immer noch im Mythos. Alles der Reihe nach. So, jetzt greift nämlich erstmal der Sternenvampir an. Bringt schon zwei Felder auf den nächsten Mittler zu. Mhm, ich habe eine Vermutung. Fast genau bei zwei Feldern, ne? Ein wahnsinniges Geschnatter wie von 100 kreischen Ratten ist die einzige Warnung, die du erhältst. Dann schlägt die Bestie zu. Du leidest zwei Schaden und ein Horror. Beobachtung negiert. Drei. Drei. Genau, es wird immer von links nach rechts gelesen. Das heißt, wenn du jetzt zwei Erfolge hast, okay, du hast einen Erfolg, damit würde der eine Schaden weniger werden. Das heißt, du würdest noch einen Schaden an Horror bekommen. Ne, und erleiden, das heißt direkt umdrehen. Keep face up. If you ever have more than two items, drop all but two of your items. Okay, das geht über. Gebrochener Arm. Gut, ich kann auch eine Pistole und einen Schraubenschlüssel. Oh. Keep face up. Roll one, fear or die while resolving a business test. Ich. Hast du so zwei Lore? Quasi. Geil. Und war so noch Keep, ey. Das ist auch natürlich. Und du musst noch einen Horrortest bestehen. Fabi ist weit weg, dem ist das egal. Nur Sir muss einen Horrortest machen. Willenskraft. Willenskraft, okay, drei. Hat ja eben schon so gut geklappt hier, also drei. Weil halt zwei verdeckte Horn, du wirst aufgehalten. Okay, ja, ich glaube, ich komme da erstmal nicht weg mit Tentaklus. Aufgehalten. Tangled. Mhm. Oder Restrained, eins von beiden war's. Tangled gibt's gar nicht, hab ich mich eingebildet. Das heißt, ja, dann ist es Restrained. Ja. Bellatrix Restrained. You cannot move voluntarily. At the end of war der Scheiße, Kraft. Alter. Das finde ich selber ein bisschen eklig. Ja, Fabi. Ja, ich spiele wieder in die reale Welt. Okay, dann musst du die Karte umdrehen. You find yourself in a strange submerged city and try not to panic. Willenskraft. Hast du 5 drin, da brauchst du mindestens 2. Dann schaffst du es. Ja. Willst du 2 Clues verwenden? Nö. Okay. If you fail, you flail in the water until you collide with a strange artifact. Discard this card and become lost in time and space. Das heißt, wir ziehen eine neue Lost in Time and Space Card und die kommt weg. So. Und jetzt kannst du mit der zweiten Aktion nochmal versuchen rauszukommen. Ja. Diesmal ist es Beobachtung. Die halten sich alle willkommen, aber irgendwas ist komisch hier. In der anderen Welt und wieder nur Klos. Nee, ja, 4 Investigation. Ja, was? If you fail, the creatures swap your consciousness with one of their own. Discard this card, become lost in time and space. Ich schaffe mal hier. I'm going to out of space. Ja, Fabi ist mal deaktiviert. So, Sören. Nice. Ja, ich balle auf das Vieh, ne? Ja, wir können nicht mehr Game... Also, während du Lost in Time and Space ist, können wir nicht Game Over gehen, weil das kann es nicht killen.
So. Okay, du ballerst, angreifen. Mit der Darien. Ballern, Junge, ja. Warum hätte ich die eigentlich auch flippen? Nee, die kann man nicht flippen. Als sich das Wesen kurz vor dir abwendet, erreifst du Gelegenheit und feuerst. Agility. Okay, da hatte ich 4. Und denk dran, du darfst einen Schaden gleich mehr machen, wenn es gelingt. Ja. Oh, schade. Oder bist du ich nutze mein Erfolg. Das muss ja leider Schaden, Höhe des Waffenschadens. Plus 1, ne? Ja. Ja, 4. Das reicht fast aus. Ballern, Junge! So, da Aktion. Ja, ich schieß direkt nochmal hinterher, ne? Das Ding muss weg. Mit der Jiggy. Mhm. Ballern! Ja. Erfolg. Waffenschaden plus oben Ergebnis, aber Tod ist tot. Oh, hätte ich das eben gehabt, ne? Hätte ich noch was machen können. Aber ja, da ich beende meinen Zug in. Ich puste den Dampf aus der Pistole-Modus. So, ich benutze jetzt tatsächlich nochmal diesen Scheiß-Sekretär. Knacken wird ein Game sein. Ich bin halt scheiße in diesem. Etwas dafür relevant ist, nämlich meistens Wissen oder Beobachtung. Deswegen, ich muss nochmal probieren, einfach aufzubrechen. Meine ist die höchste Chance, dass ich was Gutes mache. Es reicht halt nicht. Ich könnte jetzt mesmerized werden, dann würde ich wenigstens 2 Erfolge haben. Ach, dann halt nicht. Der bleibt abgeschlossen. Probier es jetzt nochmal oder lass es jetzt mal gut sein, weil es Rundenverschwendung ist. Ich meine, ich habe einfach nur unlucky bisher gewürfelt immer, aber. Ich glaube, 3 wird wahrscheinlich ausreichen. Warte mal. Wie viel habe ich noch Clues? Also. Du brauchst Clues? Nee, was Clues hätten mir jetzt auch nichts gebracht. Mit Clues hätte ich jetzt genauso viel wie vorher bekommen und das wird ja auch nicht. Ja. Ich bekomme. Ich bin jetzt hartnäckig. Ja, aber ich gebe sie dir trotzdem, ja, okay. Weil ich kann ja meine Fähigkeit benutzen. Ich bin jetzt aber hartnäckig. Wie viel habt ihr beide? Ich hätte auch weitergehen können, alles ignorieren, aber ich hoffe halt immer noch. Nein. Ja, komm, ich benutze wenigstens einen. Jo. Ohne mesmerized zu werden, indem ich einfach normalen Clou verwende und dann hoffe ich, dass 3 ausreichen. Ja. Mit unangenehmem Knacken löst sich der Deckel und das Schloss hängt zerbrochen herunter. Im Inneren des Sekretärs findest du die Haushaltsbücher eines Angestellten. Darunter liegen Berichte über suspekte Gestalten, die im Umkreis der Residenz gesichtet wurden. Wie scheint, wird Lady Helena schon seit einigen Wochen observiert. Du hättest 2 Hinweise, dann wird der Marker abgelegt. Es hat sich gelohnt. Weg mit dem Marker, so, okay. In manchen Abenteuern haben wir echt, oder in manchen Dingern hatten wir echt in Abenteuern geschwommen, aber hier geht's einigermaßen. So, ich hab mich 2-mal Sekretär, damit ist jetzt die Runde vorbei. Gut. Mhm. Fabi, du solltest dann, wenn du wieder in die Welt, in deine richtige Welt zurückkommst, mal gucken, ob bei dir der Sekretär auch mal auf ist. Vielleicht hat das Spiel das getrackt im Hintergrund. Würde halt Sinn machen. Was soll ich machen? Gleich bei Möglichkeit irgendwann den Sekretär mal anschauen, weil ich dadurch, dass ich den jetzt geöffnet habe, müsste vielleicht bei dir auch auf sein, wenn das Spiel soweit denkt. So. So. Ja, mit das war so jetzt aber. Du weißt nicht, wann sie sich befallen hat, doch eine tiefe Schwermut liegt in den Gedanken. Diese Mythe sagen, dass du mittler mit dem meisten Horror es hören. Ja. Mhm. Warum leistest du überhaupt Widerstand gegen eine Macht, die jenseits deiner Vorstellungskraft liegt? Nichts, was du tust, wird jemand etwas bewirken. Du leistest 2 Horror, es sei denn, du legst eine Verbesserung ab, die du nicht hast. Deswegen musst du 2 Horror allein. Kannst du aber umdrehen, okay. So einen Schlüssel ziehen. Ging das? Ja, ja, ne? Bei allein kannst du mal aussuchen. Oh, keep face up. Whenever you end your turn within a range of another investigator, flip one horror. Suffer one additional face down horror. Then flip this card face down. Und kommt weg. Jo. Das war diese Aktion. Und wir haben direkt wieder Ermittlerfahrt. Ja, ich bin also die Hälfte zum ersten folgt werden, habe ich. Diesmal ist es wieder dasselbe, was du schon mal hattest, Wille. Ich muss raus. Das ist ein Erfolg. Easy, I'm back. Denk doch, du kannst in jedes Feld, das du willst, Fabi. Stell dich doch gleich neben die Cousin-Lampe. Ja, genau. Ich nehme die mit. So, 2. Aktion nimmst du mit. Alles klar, dann steck ein.
Da hast du aber weitergelesen, Fabi, ne? You may discard this card to convert all Lupen zu aber nur while attacking unarmed. Ja, ist alles gut. Okay, das hast du gelesen. Okay, ich dachte, du willst das immer nutzen. Es geht ja nur, wenn du angreifst. Ich will trotzdem das Ding haben. So. Ja, ist okay, du Horder. So sehr. Das Vieh habe ich besiegt, genau. Gehen wir mal hier oben hin. Meint ihr, das lohnt sich noch anzugucken? Hier, ja, ne? Dann würde ich meine Fähigkeit nämlich benutzen. Und Discard One Horror. Sag mal, ich könnte doch wahrscheinlich... Ja, auch die, die gekeept werden. Das ist egal im Spiel. Was ist das beschissene Mensch auf einer Hier kannst du halt nicht mehr Fabi stellen und hier kannst du... Genau. Genau. Bis ich zu Fabi komme, dauert es ja noch ein bisschen. So, ich schaffe durch. Habe zwei Clubs genommen, einen Dingsbums und würde mir diesen Hinweis anschauen. Also. Tagebuch. Ja. Tagebuch. Ja. Tagebuch ist unglaublich alt. Die Seiten fühlen sich brün und brüchig an. Du erhältst den besonderen Gegenstand altes Tagebuch. Dann wird der Marker abgelegt. Wer das Tagebuch hat, kann die App damit interagieren, um darin zu lesen. Da haben wir gesagt, die gilt für uns nicht, da kann jeder drin lesen. Weil es ja ins Quest-Ding kommt. Diary geht nicht. Oh, Diary auch nicht. Diary ist ja eigentlich ein Tagebuch. Ah, das war doch Old Diary, bin ich das blöd. Über Book ein. Old Book, ja. Old Day Book. Old Journal ist es übrigens. Ich hab's. Ja, ne. Journal. So, okay, das ist damit jetzt weg. Jetzt könnten wir, weil das Lesen kostet keine Aktion, zumindest bis da kein Fall steht. Guck mal rein, oder? Würde ich sagen. Ja, ich guck. Wir haben ja zwei Hinweise. Okay, die Aktion. Die Aktion kostet leider. Also es kostet leider. Okay, dann. Dann nicht. Ja. So. Ich habe jetzt diesen blöden Sekretär aufgegeben. Jetzt nutze ich meine eine Aktion, um hier rüber zu gehen. Meine zweite, um Fabi dieses Messer in dieses blöde Interaktionsfeld zu legen. Muss ich dafür hier klicken? Etwas verstecken, ja. Zack. Es ist schwer, es mal anzuheben, dann befindet sich da in einem Hohlraum, der sich erfahren als Versteck eignen würde. Du darfst beliebig viele deiner Besitzer immer weiterlegen. Es wird mit Zähnen alle Spielmaterialien, die fallen gelassen, aufgehoben und getauscht werden können. Das heißt, da lege ich jetzt das Knife rein. Braucht ihr noch irgendwas davon? Also die Shotgun, die hätte ich ganz gern behalten, aber die Tome of Secrets zum Beispiel. Stimmt, die Shotgun. Nee, Tome of Secrets. Nee, ich glaube, das ist ein Ding. Das heißt, ich kann eh keine zwei Items tragen, von daher ist das eh egal. Ja, okay. Kannst du eh nichts geben. Gut, habe ich reingelegt, Fabi, kannst du dir wiederholen. So, damit bin ich vorbei und damit ist auch unser Zug vorbei. Weil halt der Zug. Jetzt steht gleich da, jo, Ende. War ein bisschen gelbe Schrei, folgt ein dufer Aufprall. Ja, guck, irgendwas ist getriggert. Hin und wieder trinken noch leise Geräusche die Tür, das Gepolter ist verstummt, das ist bei mir, das Gepolter. Wahrscheinlich ist er der Typ, der da Hilfe braucht, verreckt und, ja. Oh. Die ganze Gestalt eines Dienstmädchens erhebt sich aus dem Boden. Ja, das Dienstmädchen wurde umgebracht auf meiner Welt, weil ich nicht gleich durch die Tür bin. Damit spawnt es bei euch, ich verstehe, ich hätte da vielleicht nachgehen müssen. Ist jetzt halt so. Wissen wir nicht. Ghost ist blind. Das ist der falsche Ghost, Fabi. Guck mal aufs Icon, das ist nicht dies. Das war nichts gemacht. Achso, das warst du, Sören. Sorry. Ja. Das hab ich auch gleich. Ich hab nichts gemacht. Was ist dann sonst Geist, außer Gespenst? Spooky. Spook. Oder gib mal Ghost Girl ein. Was? Ein Wrath. Okay. Gesundheit. Raid eigentlich ausgesprochen, aber egal. Der Zug hat keine Grenzen. Das Portal bleibt auf, deine Farben changieren. Ja, keine Ahnung, was changieren ist für ein Wort. Gespendete Flötenmusik ertönt, doch nur Jenny Barnes kann sie hören. Jenny Barnes, allein 2 Euro. Ein Wissen erleichtert, negiert. Mann, was wollen die eigentlich alle von mir? Wissen negiert. Erleichtert 1, also 4.
Alles klar, das beleidigt. Ja, wird alles negiert. Die Flötenmusik schon noch aus dem Ferienlager, ich kann mir gar nichts sagen. Dann dreht sie zwei um, also du musst trotzdem die andere umdrehen. Ja, ich hab hier nur einen. Ja, genau. Was soll schief gehen? Ach, Mann. With Darkness, ja, hast du gerade nicht. Alles gut. Aber wie oft gibt's unter diesen Horror-Cut eigentlich nichts passiert? Wie oft habe ich jetzt schon... Ich habe drei Krankheiten. Fabius Gespenst kommt zu dir. Ja, sonst halt. Und greift dich an. Hätte es ja trotzdem mal angreifen. Ja, steht ja da. Bewegt sich um zwei Felder, dann greift es den Spieler mit in Reichweite an. Das Gesicht verhält sich zu einer bizarren Parodie. Aha. Sie beginnt zu singen, zu kreischen und eine Sprache zu schreiben. Business Pro. Wenn man irgendwie auf Liebe würfeln, das was man die anmachen will oder so. Hallo, Sophia. Ich war kein Freund. Willst du eine Clue verwenden, dann hättest du es geschafft. Ja, komm. Ja, okay, bei Erfolg verstehst du, dass man Interesse Todesfluch aus allen Zeiten handelt und kannst die passende Antwort formulieren. Horrortest muss auch nur Farbe jetzt machen. Die Geisterscheinung greift in die Leere oder ein Spiel daraus hervor. Langsam zieht sie nämlich alles auf und lässt unirdische Schreie durch die Luft hallen. Du leistest zwei Horror. Willenskraft negiert. Also 5. Wenn du jetzt mindestens 2 hast, dann easy. Okay. Wer leistet jetzt noch einen Horror? Und wir sind angespannt. Du zumindest einen. Muss ein Ding ziehen, ne? Ziehen und aufdrehen ist erleiden, genau. Trommelwirbel. Hab ich doch. Machen wir doch. Achso. Na, kein Effekt. Nice. So, aber du wirst trotzdem angespannt. Und das ist jetzt das andere. Stressed ist angespannt. Das ist die Karte. Okay, du kannst nächste Runde. Musst du einen Erfolg abziehen. Mal würfeln. So, alte Opa Fabi. Greifst du an? Alles klar. Ja, wobei ich 25 bin oder was? Mit Zauber? Oder anarmt? Achso, bestimmt keine Zauber. Willenskraft. Erfolg wird die Schemata gestaltet. Passt. Du musst ja leider Schaden in Höhe des Zauberschadens, also 2. Dann wird der Zauber umgedreht. Zauber umgedreht, Fabi. Hä? Zauber umgedreht, habe ich gemacht, kein Effekt. 19. Jetzt darfst du nochmal. Zur Aktion. Ja, eins drauf. Nochmal eins drauf, okay. Wissen diesmal. Erfolg. Easy. Leitschadenhöhe des Zauberschadens plus dein Probenergebnis 2 hast du, plus Zauberschaden sind 4. Damit ist er tot. Warte. 1, 2, 3, 4. Abgelegt. Tschüss. Wieder geklärt. Boardclean ist wichtig, haben wir gelernt. Und damit ist auf Fabis Zug vorbei. Mein Zug ist unspektakulär. Ich gehe hier hin. Alles klar. Ich scheiße jetzt auf die andere, weil die ist eh schon RIP. Mach stattdessen hier dieses Bücherregal, guck ich mir an. Der erste Blick siehst du nichts Interessantes, das ist eine mehrbändige Lexikonreihe. Was dir jedoch auffällt, sind die dünnen Risse in der Wand. Irgendwas muss die Wand stark belasten. Na gut, dass die Stärkeproben alle bei mir kommen, ich trotzdem scheiße würfel. Oh, aber es war ganz gut.
3 geht's auf. Mit einem leisen, lauten Quietschen rückst du das Regal von der Wand weg. Dahinter kommt ein Durchgang zum Vorschein, der in eine längst vergessene Kapelle führt. Kapelle wird hingelegt und Wandmarke. Chapeau. Und ein Wandmarker, warte, welcher? Lass mich mal zoom, zoom, zoom. Nein. Alles was vor, aber ich glaube, das müsste sein. Der sein. Ja, Tobi, ich brauche Hilfe beim Drehen. Danke. Ich brauche Hilfe beim auf Klo gehen, kommt als nächstes. Ey, weiß ich auch wieder nicht. Da muss man einfach mit Andi durch. Vor, dass er jetzt wer anders zuständig, ne? So, ein Eiswecker wurde an den Türrahmen genagelt. Marke, wie gesagt. Ich hab Tobi kaputt gemacht. Bitte nutzen Sie da draußen diese Lachpause, um den Like- und Subscribe-Button zu penetrieren mit Ihrer linken Maustaste. Würde uns freuen. Okay, die Dame Schießkassette, die über und über mit Ruhe bedeckt ist. Da ist schon ein Feld hineinbewegen. Das mache ich auch gleich und nutze die zweite Aktion, um das andere zu suchen. Pergament. Och nein. Text ist eindeutig Englisch, allerdings stammt er aus einer Zeit, in der Sprache und Schrift Deutsch anders waren als heute. Ja, ich bin ja richtig klug mit 3. Besser als, also 3 ist ja besser als 2. No for mesmerizing, aber leider habe ich schon einen Erfolg. Oh, es klingt. Trotzdem, klingt dir den altertümlichen Text zu übersetzen. Jenes vermaledeite Götzenbild, dem meines Sohnes Weib so zugeneigt war, ist nun sicher versteckt. Oh, wie schwer lastet es auf meinem Herzen, dass ein Erbstück meines Hauses derart unseligen Zwecken dienen musste. Niemand, der nicht meines Blutes ist, soll es jemals wiederfinden. Wenn gleich es 4-mal unter Wappen ziert, soll es in Vergessenheit geraten, für jeden, der seiner Macht nicht würdig ist. Du hältst den besonderen Gegenstand schlüssiger Beweis. Conclusive Evidence. Und 2 Hinweise. Jetzt horte ich Hinweise aber ganz schön, du. So, jetzt haben wir schon 3 Evidence in unserem Inventory. Ich muss vergessen, dass wir das Tagebuch lesen können. Egal. Das... schlecht. So, Zug vorbei. Gut, dass wir das alle vergessen haben, sodass wir hier niemanden beschuldigen können. Ich wusste es nur, ich wollte nicht. Direkt in Sören spawnt jetzt was. Natürlich. Der Schreier eines wirklichen Bestialischen Residenz. Das Monster Tempelwächter. Wahrscheinlich gezeigt. Tempo Guardian. Also jetzt ziehen sie aber hier alle Monster des Spiels aus dem Sack. Oh. Ich meine, es ist nicht Blind Guardian, aber dann wäre ein geiles Konzert. Ungefragt manifestiert sich ein Zauber in deinem Gedanken. Ich bin eines betrifft der Ermittler mit der niedrigsten Willenskraft. 3, 5, 4. Oh, du hast... Also dich so. Mann, fängt euch doch mal. Wissen, du brauchst 1. Ich kann es irgendwie verstehen. Okay, Wissen. Ja, 3. Bei 3, 3, 3, bei ist das keine 3. Jawohl, Erfolg. Ja, unser Tempelwächter bewegt sich um ein Feld auf den Ermittler zu. Dann greift der Ermittler mit der niedrigsten Beobachtung aus seinem Feld an. Mhm. Schleppt sich vorwärts und schwingt ihren Schwanz mit erstaunlicher Wuchtstärke. Das ist cool. Hä, was? Okay, Stärke 1. 3, 3, 3, bei ist das keine 3. Erfolg! Stemmst du dich gegen den Aufprall, gegen den Schwanz und kommst unbeschadet davon. Mhm. Oh, das hätte bei Erfolg sogar einen Trümmermarker auf deinem Feld hinterlassen. Horrortest gegen bösen Tazgul. Trümmermarker müsste ich jetzt hier hinlegen? Ne, müsstest du, wenn wir jetzt verkackt hättest. Achso. Also, alles gut. Influence. Die Zunge des Tempelwächters schnellt hervor, als wollte es zischeln, doch kein Geräusch ertönt. Erfolg. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ein Witz. Sprichst du mit leiser, ruhiger Stimme, bis er aufhört? Guck mal, du hast ihn einfach mit ihm gequatscht, ist sehr still. Ja. Geht auch so. Ist das gesund, wenn es so rumläuft? Verwechselt mich regelmäßig mit den Dentagard-Biber. Weihrauch-Mürre.
Das ist ja wieder los. Das hat ich auch gerade gefragt. So, Fabi. Bist du wieder der Lebenden und bist dran. Und tu was. Eins, zwei, ciao. So. Aber mal ernsthaft, kennt ihr noch den Dentagard-Biber? Nee. Oder ist nein. Okay. Nee, sagt mir nichts. Dentagard war der Zahnpasta-Marke. Ach so. Ja, ich schieße auf den. Und genau, und dieser Dentagard-Biber war halt der Werbemarker und der hat die ganze Zeit so geredet. Okay. Ja, Schusswaffe. Halb Schwanz, halb Frau, Ariel, du geile Meerjungfrau. Ey, das ist gut, darauf würfel ich erstmal. Zwei. Hast einen mehr würfeln können, du hast doch ein Item. Was, wie, wo, was? Ein mehr Schaden. Achso, sorry. Er kriegt drei Schaden. Warte mal. Ich benutze beide und schieße One-Shotte das Mistvieh. Obi, magst du Wassermelone als Süßigkeit? Warum fragst du? Weil ich noch Lutsche habe, die mir nicht schmecken, die hätte ich morgen mitgebracht. Ja, ich mag Melonen. Echt? Ja, also das hast du gemacht, ja, die. Nicht. Also. Ich auch. Ich also quasi auch. Ja, weg hier, Temple Guardian. One-shotted, Bitch. Da ich auch Task Group bin, ist das, glaube ich, wobei. Gut. Stimmt nicht an. Ja. Ich will die Tür jetzt nicht aufmachen, deswegen benutze ich den Zug, um das Tagebuch anzuschauen. Genius, Motherfucker! So, hier, lesen. Die brüchigen Seiten enthalten ein gut Dutzend Udegian-Schriften, was also gutes Tagebuch einer Einzelperson wirkt und wurde von Generationen von Nachfahren weitergeführt und ergänzt, bis es zu einer gefährlichen Sammlung von Geheimnissen angewachsen war. Die neuesten Einträge fassen sich mit Zaubersprüchen zur Manipulation des Zeitgefüges. Der Notizzettel fällt zwischen den Seiten hervor. Elizabeth ist daraus zu lesen. Dieses Buch soll das einzige sein, was du von mir erben wirst. Nimm es und sein verbotenes Zauberwerk und lass dich nie wieder hier blicken. Du hältst zwei Hinweise. Hat sich doch gelohnt. Nimm es und halt die Fresse. So. So, ich bin dran. Wie heißt Elizabeth? Ich bin der Center Guard. Weihrauch, Myrrhe. Wo ist mein Token? Achso, ich bin im falschen Spiel. Mein Token ist trotzdem weg. Also actually jetzt wirklich, wo bin ich? Du Fabi, bist doch da, wo du bist. Fabi, hast du mich entführt? Hast du auch nichts gemacht? Ich hätte echt nicht mehr Fabi bei sowas sofort. Oh Mann, bin ich weggerollt und jetzt in irgendein Säckchen? Warte, kann alles sein. Warte, da oben. Die Wicke rollt in irgendein Säckchen. Weißt du nicht? Die sind ja manchmal über den Tisch. Ständig. Über den Tisch gespinnt und dann sind die einfach automatisch in was reingerollt. Das ging ja. Wo, ich meine, ich stand doch da gerade noch. Wo bin ich jetzt hin? Ach komm, ich nehme meine Olle nochmal ein zweites Mal. Es geht ja. Wo bin ich denn? Da bin ich. Da ist mein Sprinte. Weißt du, es ist vor allem grün und voll. Ist voll grün und auffällig und trotzdem finden wir es nicht wieder. Wieder Sprinter fahren. So, da bin ich wieder respawned. So, ich gehe ein Feld und nutze dieses andere Search-Ding. Obi ist wieder aus seinem Säckchen gekrochen. Oh nein, ich habe jetzt auch ein Rätsel losen. Ja, nein, und gerade das, was ich nicht kann. Oh Mann, ich bin alleine hier, das heißt, keiner von euch kann mir zur Hilfe kommen. Pech. Ich will trotzdem gucken, was es für ein Rätsel ist. Ach nein, so eins. Also nur 4 Symbole. Ach, weißt du was? Ich benutze einen Clou, da kann ich es wenigstens mal anfangen. Ich bin mir Cluedo. So, ich fange das jetzt nochmal an mit einem Lösungsversuch. So. Einen Sack kann ich wenigstens testen. Wir machen einfach mal. Okay, Grün kommt gar nicht vor. Schon mal gut zu wissen. Fertig. Oh nein, ich schon wieder das. Ja, jetzt mal Kunde reingehauen. So, vorbei. Jetzt werden wir sterben. Zeit ist vorbei. Ich schreie jede Runde damit. Rita Young schreit auf. Also ihr Glieder von einer unsichtbaren Macht und mögliche Winkel verrenkt werden. 4 Schaden! Aber Stärke um 1 leicht negiert. Ihre Glieder. Jawohl, guck mal, ja. Pum. Den einen Schaden nehme ich aber jetzt. Ich meine, ich habe nur ein Leben, also was soll das? Richer Aura. No additional effect, geil, fertig.
Oh mein Gott, ein Mythos-Effekt, den nicht ich im Gesicht kriege. So, ich nehme mal durch. Okay, da musst du aber hier mit den Dagegenskostenaktionen. Ja, von mir aus. Genau, du darfst alle, die ich beiseite gelegt habe, für dich nehmen. Nein, jetzt hier exploren. Ja, jetzt hätt's doch mal nicht. Kunden. Oh nein, schon wieder ein Raum. Bibliothek. Archiv. Library. Die Einrichtung dieses Zimmers ist eine bizarre Mischung aus vertrauten Formen und fremdartiger Technologie. An den Wänden hängen verschiedene Variationen von Lady Helenas Familienwappen. Kann ich Scroll schon sehen. Das Spielplanteil, Bibliotheksarchiv und der Marker werden ausgelegt. Das ist einfach, so gefällt mir das. Wenn du solche Freunde hast, dann ist man im Leben einfach glücklich, wenn die für einen scrollen, weißt du? Ja, das sind die besten Freunde, die für einen scrollen. Ja. So, ihr müsst da jetzt auch zwei Wandmarker hinnehmen. Nicht Türen. Wandmarker. Freunde. Oh ja, Entschuldigung. Wall. Guck mal, den kann ich alleine. Ist egal, wie die Wall aussieht. Wall ist Wall im Spiel. Na. Auf einem Beistelltisch liegt ein fremdartiger Gegenstand, der ein unheilvolles Leuchten ausstrahlt. Unter einem Teppich schlugt ein angelaufenes silbernes Schlüsselloch hervor. Darf sich mal ein Feldbereich bewegen. So, das war Fabi. Okay. Ich hab einen Marker, ja, das kann ich ja. Ja, Rainer. Die Olga. Oh Gott. Das Zimmer scheint als Atelier genutzt zu werden, wo Bibliothek draufsteht. Farbkleckse verunzieren die Tapete, die sich von den Wänden schält. Das Spielplanteil Atelier. Ein Türmarker und ein Wandmarker werden ausgelegt. Alle dorthin führenden Erkundungsmarker werden abgelegt. Das mache ich schon mal. Das England. Oh. Studio. Weißt du, da sind sie, die Engländer, sich wieder zu fein, den französischen Begriff zu nehmen. Das klingt nicht wie Brumpfdi-Wumpfdi. Brumpfdi-Wumpfdi? Ja. Okay. Ich sag's. Wo ist denn jetzt die andere Wandmarke? Ach, da. Ich hab schon einen. Ja, ach, da oben auch noch. Entschuldigung. Ja. Ein Grund, mich anzuschreien. Meine Frau ist gerade dabei, einen goldenen Schlüssel in einen Wandtresor einzuschließen. Von der Helena fällt jede Spur. Bückst du dir auf und führst für einen Moment die Ähnlichkeit zu der Helena wirklich verblüffend. Keine Sorge, ich habe das alte Mädchen nur ausgeborgt, um etwas zu finden. Eine Familienangelegenheit. Wenn ich fertig bin, bringe ich sie zurück. Bis dahin. Ach, die 40er sind so deprimierend, finden sie nicht? Ich denke, ich werde meine Suche in einer angenehmeren Zeit fortsetzen, wo sie mir nicht auf die Nerven gehen können. Erst als sie einen Schritt zurück macht, siehst du, dass hinter ihr ein Portal aufgegangen ist. Der Riss verschluckt sie und sie ist fort. Ein Gemälde von Lady Helenas Vorfahren ist so dick mit Staub bedeckt, dass die Einzelheiten kaum noch zu erkennen sind. Offenbar wird das Zimmer als Abstellkammer genutzt. An den Wänden stehen alte kaputte Möbelstücke, zwischen denen du eine Metalltruhe ersperren kannst. Am Ende liegen allerlei seltsame Gegenstände auf einem Haufen. Fremdartige Gegenstände und futuristische Waffen teilen sich den Platz mit uralten Folianten. Trotz des verwirrenden Anblicks kannst du etwas Nützliches unter den bezahlten Objekten ausmachen. Da war Gegenstand kugelsichere Weste, wie die gezeigt ausgelegt. Bulletproof. Ja. If you would suffer two or more damage, suffer one fewer damage instead. Okay. Jemand pocht von der einen Seite gegen die Tür. Gedämpfte Rufe mischen sich in energisches Klopfen. Mit dem Türgriff siehst du ein goldenes Schloss funkeln. Ja, okay, du musst in den Tresor rein. Ja. Darf ich ein Feld in den Bereich hineinbewegen. Elizabeth ist weg! Oh. Willst du den Tresor benutzen? Du hast noch eine Aktion, denk dran. Ich überlege gerade, was schlau ist. Bei der Tür wird einfach nur stehen. Du brauchst eigentlich Schlüssel. Ja, obwohl, hieß es nicht, der goldene Schlüssel wäre bei Fabi da? Unterm Teppich? War nicht das hier oben? Nein, auch nur ein Schlüssel, doch. Ah, okay. Okay. Entweder ist hier der Schlüssel oder hier der Schlüssel. Ich glaube nicht hier. Ist die Frage, ob ich jetzt hier. Ja. Wenn ich jetzt hier hochgehe, kann ich das aufsammeln und das machen. Und dann nächste Runde hier. Ja. Du
ganz kurz hören. Da stand, dass sie den goldenen Schlüssel in diesen Tresor rein hat. Ja, macht Sinn. Also ist er drin. Jetzt, das wird ein Rätsel sein, vermutlich, wie der Tresor. Scheiße. Die Tresor-Game da nämlich. Tobi, was sagst du? Ich fange an Tresor-Game oder ich gehe hier hoch und das dann ist, in die nächste Runde. Das da ist ziemlich safe Plot, der Rest ist wahrscheinlich Bonus. Ja, dann gehe ich Plot. Ich glaube, wir haben genug. Die Kugel sichere ich habe nicht so viel Wunden. In die Wand sein Tor eingelassen, diesen Rad von 0 bis 1 nicht reicht. Ah, okay, du brauchst einen korrekten Hinweis, um den so öffnen zu können. Ja, dann vergiss es. Genau. Kannst du mal die Hinweise aufmachen und Old Journal angucken? Nochmal, oder was wir noch haben? Mehr ist im Tago nicht drin. Ja. Und alle die anderen 10 ja nicht. Missing Line und Conclusion. Genau, da muss schon gesagt werden, dass wir einen Tresorcode haben. Okay, entweder hier oder hier. Da ist das Bild von der Family. Eventuell könnte sich da drunter verstecken. Ja. Wenn ich hier hingehe, kann ich nicht so ohne gehen und hier hingehen. Wenn ich hier hingehe, kann ich da einen Beiz machen und dann. Na. Ja. Ja, das ist, wir sind hier, also wir sind hier das auch wie auf immer, wir Kanal kennen das Setting nicht. Wir kennen das Szenario noch nicht, deswegen wir wissen nicht, was besser ist. So, ich bin dran. Ich habe hier nämlich auch noch eine Menge zu erleben, hier links. So, ich versuche das Ding jetzt hier weiter zu rätseln. Wissen. Wo ich halt richtig gut drin bin. Warum bin ich so blöd? Main 2. So, also, Grün kommt gar nicht vor. Dann machen wir mal Gelb, Rot, Rot, Blau. 2 sind an der richtigen Position. 2 sind die richtigen Chiffren. Das heißt, damit ist klar, dass ich die 4 brauche. Weil bestätigt sind sie jetzt alle damit. Mach mal Rot, Gelb, Blau, Rot. Damit haben wir, glaube ich. Warte. 2 sind ja schon an der richtigen Position. Ja. Müssen wir voraussehen, welche? Dann würde ich sagen. Ich glaube, die Roten könnten an der richtigen Position sein. Ja, aber auch die gelben und blauen oder ein gelber und ein blauer. Wir müssen auf jeden Fall durchmischen. Gelb, Rot, Blau, Rot. Blau, Rot. Ja, mach mal, genau. Das könnte. So, jetzt könnte der eine, der durchging, das rote sein oder das gelbe sein. Aber da jetzt der zweite weg ist, ist klar, dass das andere getauscht sein muss. Warte mal. Das Problem an der Sache, einer ist geblieben. Wir haben das Problem an der Sache ist, wir haben blau und rot verändert. Das heißt, theoretisch hätten auch blau und rot vorher richtig. Nee. Einer, entweder blau oder rot war richtig. Das ist safe. Ja. Und entweder gelb oder blau ist das linke gelb oder das zweite rot ist richtig. Das heißt, was wäre das Schlauste hier? Ich muss erstmal nochmal würfeln, weil ich kann nicht weiter rätseln. Genau. Das kann man jetzt bestimmt schlau lösen, indem man. Okay, ja, ich werd mesmerized, ist mir jetzt egal. Tome of Secrets. Du hast doch genug, oder? Ja. Ja, okay. Also du musst doch nicht mesmerized werden, oder? Ja. Was war mesmerized? Ich nochmal, ich guck erstmal, was mesmerized genau, war. Guck erstmal nach, ob sich das lohnt. At the end of return, an alien will take control. Ja, nee, okay, das ist besser so. Nee, ja, ich kann fast unendlich benutzen. Schau hier raus. Gut, 2 Versuche. Gut, wichtig ist jetzt rauszufinden, ob der gelbe oder der rote. Ich mach mal rot, gelb, blau, rot. Shit. Hey. Das schließt die gelben an der richtigen Posi aus. Muss aber nichts heißen, weil es kann jetzt auch ein anderer dafür jetzt aber richtig sein. Und dann. Genau. Die gelben schließt es an der richtigen Position aus. Das heißt, der gelbe kann nicht vor sein. Das bedeutet, dass Rot. Das kann jetzt bedeuten, dass Gelb jetzt an der richtigen Stelle ist. Und Rot. Oder Rot. Das heißt. Rot, Rot, Blau, Gelb. Ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz.
Gut. Damit ist doch eigentlich safe, dass vielleicht sogar das Blaue richtig war. Wobei, nee, kann nicht sein, ganz unten hatten wir auch zwei, wobei. Ja, das Blaue hätte unten richtig sein können und eins der Roten. Nee. Das ist halt. Warte. Doch. Das Rote an 2 ist richtig und das Blaue an 4 ist richtig. Das heißt, Gelb muss auf die 3. Mach mal. Kann ich mehr. Ja. Merke ich das mal so. Warte. Genau, damit ich es merke. Rot auf 4 war richtig und. Rot auf Blau 2 war richtig und Blau auf 4 war richtig. Das heißt, Rot, Gelb, Blau müsste es sein. Rot, Gelb, Blau. Warte. Wie nochmal? Rot, Gelb, Blau. Nein, ich wollte das gar nicht tippen. Geh weg. Dein 4. Hilfe. Yes. Nein. Weg hier, dein, geh weg. Bin ich nicht. Deine Hand brennt wie Feuer. Ich würde sagen, jetzt betrifft der mit der niedrigsten nur die eine Lichtquelle hat. Ich habe keine Lichtquelle. Sondern auch keine Lichtquelle. Ah. Außer wenn ich schießen würde, aber das wäre jetzt. Ja, deswegen bist du es ja eigentlich abhandeln. Flammenschießen aus einer Lichtquelle und verbrennen dich. Instinktiv lässt du die Lichtquelle fallen. Und der Kleiser fährt an. Du erleidest 2 verdeckte Schaden, lässt 1 zu viel Lichtquelle fallen. Ehe du dich versiehst, hat die ganze Umgebung Feuer gefangen. Auf deinem Feld und alle benachbarten Felder werden Feuermarker gelegt. Oh, jetzt geht der Beckmann-Modus los. Auf deinen und alle benachbarten war das, ne? Ja. Und der Fire Extinguisher, wo ist der? Auf meiner Seite der Map. Wo pingst du gerade? Wo bist du gerade? Kannst du hier musst du überall Feuer legen. So, und dann noch 2 fertig Schaden, Fabi. Das heißt, einfach nur rote ziehen und nicht aufdecken. Er ist schlecht, Fabi. Ist mir egal. Und dann musst du deine Kerosinlampe da droppen, hast du schon, okay. Ah, ne, hast du nicht. Wo ist die Kerosinlampe? Scheißegal. Die musst du aber trotzdem auf das Feld legen, wo du stehst. Das ist droppen. Das heißt, du kannst ja wieder aufheben. Leute, ist einfach. So, Fabi, ja, viel Spaß beim Feuerlöschen. Bist jetzt auch gleich dran. Du kannst Feuer löschen, weil es breitet sich die ganze Zeit aus. So war das. Wie soll ich das machen ohne Feuerlöscher? Soll ich auspusten? Geht auch so. Du kannst das Feuer einfach mit einer Aktion auslocken. Dann mach ich das hier. Ich glaube, da muss ich hier auf Feuer legen. Kann ich schon noch machen? Nee, Feuer löschen ist, glaube ich, aber eine Aktion. Das kann ich nirgends drücken. Ich schließe aber noch mal kurz ganz so schnell nach. Das ist eine einzige Erweiterung. Das bringt mir nichts. Verdammt. Da war die Spielanleitung. Nur kurz bei Feuer gucken. Hier sind das Booklet. Ja, ist toll. Glossary Page. Index Page 23. Great. Warte mal, ich geh mal auf. Quick Reference. Icon Reference. Extinguish Fire. Discard Fire in your space. Ja, genau. Kostenaktion. Das heißt, Feuer weg. Ja, Fabi, jetzt halt die Frage, mit der zweiten Aktion könntest du sagen, yo, du machst nochmal Feuer löschen. Geht aber nicht, du musst im Feld stehen. Oder du machst es einfach, ignorierst das Feuer, dann wird es aber gleich die nächste Runde wieder auf dein Feld ausbreiten. Also dann ist da wieder Feuer. Das heißt, du bist aber ewig stuck, wenn du nicht dich movest. Deswegen musst du überlegen. Also kannst du natürlich auch... Nee, ich dachte hier. Okay, dann wird es die nächste Runde wieder auf deinem Feld stehen, aber ja. Ja, so ist es. Der Gegner selbst ist flach und schwarz, während seine Oberfläche in bunten Farben leuchtet. Beim Hinsehen erkennst du den Raster. Oh Gott, Lösungsversuch. Oh Mann. Nächster Rätsel. Beobachtungsgabe. Rot, rot, gelb, blau. Type hier, AW. Einmal, lassen wir versuchen. Ach, leg mich doch im Arsch. Du musst noch 2 Codes merken. So, wir starten hier. Du kannst jetzt. Also mach mal alles in einer Farbe. Mach mal blau, 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 blau. Wo blüht der? Rot, rot.
Okay, sorry, ist ja Farbe. Ja. Wir machen die E-Mail-Koop. Ich habe jetzt aber irgendeine Farbe random draufgeschrieben. So, zwei sind richtig. Position. Richtige Chiffre. Jetzt ist die Frage, welche dieser beiden blau? Wir wissen blau, aber jetzt, blau, rot, rot. Du kannst dich jetzt zweites Mal, du hast es schon. Egal, mach einfach. Nein. Wir betrügen nicht. So, Sven ist dran. Dann. Man kann das Spiel auch theoretisch einen Einzelzug durchspielen, indem man aber die ganze Zeit weiter drückt. Das Spiel weiß ja nicht mal, wann die Tafel endet. Das ist ja nicht die der Sache, das wollte ich einfach sagen. Hoch. Sehr easy Mode. Wir wollen gewinnen. Okay, ich nehme die Bulletproof Vest. Muss okay. Jetzt dafür die anderen ablegen. Die fällt mir aus der Hand. So, huch, ich kann keine Weste tragen, weil mein gebrochener Arm. Jetzt trage ich die Weste anscheinend vor mich hin. Wilde Sache. Und dann schaue ich hinterm Bild nach. Irgendwas in dem Gemälde kommt dir merkwürdig vor. Angestrengt versuchst du hinter den dicken Stauben schmutzig etwas zu erkennen. Beobachtungsgabe. 3, 3, 3. Ich habe sehr viel Dreien. Aber wir haben ja heute schon gelernt, heute ist Tag des Dreiers. Ich benutze einen Hinweis. Das ist 2. Jetzt weißt du, was ich gestört hast. Für mich war mein Held 4 Darstellungen eine merkwürdige graue Kreatur. Es ist wirklich nicht wie ein normales Wappentier, sondern eher wie ein steinernes Götzenbild. Du hältst 2 Hinweise, damit der Marker bringt. Mhm. Wow, da war nicht der Code. Das stimmt. Ja, danke. Ja, und ich beende meinen Zug. Alles klar. Springen wir mal zu mir rüber. Ich versuche weiter, dieses Ding zu rätseln. Das, was wir da eingegeben haben. Ich mache jetzt mal Wissensprobe. Ich bin blau wie das Meer. Wow, einer von. So, wir machen das, was wir eingegeben haben. Rot, rot, gelb, blau. Yes! Das war richtig. Sehr gut, Jungs. Der Kassette liegt eine angelaufene Silberschüssel. Wo weggeschlossen wurde. Das war sein Gegenstand, das ist die Schüssel. Ah, hier, das brauche ich noch für den Bären. Ja, stand nicht, ob du Silberkey brauchst. Da stand aber nur, es geht nicht auf. Ja, vielleicht geht's dann natürlich auch. Ich glaube, es geht jetzt auf, weil ich es vorhin eine Stärke aufgemacht habe. Ich glaube, der Silberkey braucht eher was anderes. Ich habe gar nichts gehört an dem Ding. Du warst viel zu schwach. Doch, ich habe es doch am Ende geschafft. Hast du überhaupt zugeguckt? Ich habe es doch dreimal versucht. Am dritten Mal habe ich es dann aufgekriegt. Ah. Siehst du mal. Cool. So. Siehst du mal hier. Ich weiß nicht, ob ich den silbernen Key zu euch geben muss oder ob ich den brauche. Das ist halt die Frage. Deswegen behalte ich ihn erstmal und move erstmal aber nur hier hoch. So. Fertig. Das war die Runde. Jetzt steht da, leider war es hier nicht schnell genug. Das Feuer breitet sich unkontrollierbar aus. Eine Feuermarke wird auf dem Feld gelegt, das benachbart ist. Das heißt, es ist wieder bei Fabi auf dem Feld. Benachbart? Ja, das Feuer hier ist doch benachbartes Feld, ist das hier doch. Also weiter geht's. Und dieses Feuer breitet sich auch wiederum aus, weil die stacken. Das heißt. So. Ne? Das einzige Feld, das zu diesem benachbart ist, ist ja das, auf dem du stehst. Damit verschont. Das Portal flammt auf und seine Farben. Und das ist bei mir, ne? Ja, das ist bei mir. Kurz darauf wandern Runen über den Boden des geheimen Büros. Endlich ruft eine Stimme. Und nur ein kurzes Ritual, ich kann das dem allmächtigen Königin über Raum und Zeit gebieten. Nein, jetzt habe ich die Boss-Piep bei mir. Geh nur mal in den Dialog mit dem Feuer, wenn das geht. Sag mal, warum, wenn das Monster heißt Lady Elizabeth, wenn ich nach Lady Elizabeth, Elizabeth oder Lady suche, finde ich es nicht. Wie soll die denn heißen, auf Deutsch übersetzt? Auf Englisch übersetzt heißt sie der wird die. Der wird die Bosse hier nicht rein haben, sondern wir müssen den normalen von den Dudes finden. Und der heißt. Elizabeth? Pharao? Der sieht aus wie ein Pharao. Ja, du, nee. Das bist deine Aufgabe, ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt. Ich kenne mich nur mit Elizabeth aus. Das ist entweder ein Wizard oder ein Warlock. Ich guck mal. Nee, okay, der Warlock ist es nicht. Warcock. Kaltlieder? Nee. Ziehe bald die alle raus. Das Problem ist jetzt, ich muss die alle jetzt wegmachen, weil wenn ich die nicht wegmache, ist wahrscheinlich die Story vorbei. Weil wir die nicht schnell genug gesinkt haben. Wenn ich die wegmache, ist die Story vielleicht auch vorbei. Ich weiß es nicht. Vielleicht beende ich jetzt gleich das Szenario, wenn ich die umbringe. Wenn.
Wenn sie mich nicht tötet, das kann natürlich auch passieren. Ich glaube, gestorben ist von uns noch keiner. Jetzt bin ich ein bisschen nur crazy geworden. Ich finde sie nicht, ne? Ich habe jetzt was hier ein Säckchen, was irgendwie in die Richtung geht. Ja, wenn ich nur so einen Platzhalter benutzen. Dark Druid. Ja, komm, wir nehmen jetzt einfach irgendwen. Hier, den Wizard. Das Spiel sagt schon sehr, wie viel Leben es hat. Das etwas. Achso, ich bin falsch, ne? Darüber muss es, ne? Ja, ich hätte Lady Elizabeth, habt ihr das mal gegeben? Ja, das gibt's nicht. Das ist ein Bossmonster. Die hat wahrscheinlich Lady Elizabeth nicht als Bossmonster. Umklebe die Statue und murmelt einen Zauberform. In diesem Moment beginnt die Steine zu knistern und pure Energie fließt in ihr Arm hinauf. Fast geschafft, um zu sagen, Oranika ist bewährenswert. Dennoch kann ich zulassen, dass ihr meinen Plänen im Wege steht. Hebt die Statue hoch und ein Portal zerreißt das Gefühl der Realität. Heraus wankt eine Kreatur. Das Monster Chitonia erscheint wie gezeigt. Ja, wir sind lost. Wir haben schon wieder so lange gebraucht. Man kennt's. Das ist halt Mans of Madness. Madness trifft's gut. Das Problem ist, das Vieh, wenn solange mir das Vieh jetzt nicht gleich den Weg blockiert, was es machen wird, kann ich zu den Insel durchsprinten. Das Ding ist aber, ja, nicht durchlassen. Lady Helena? Hä? Achso, die ist einfach. Die hat sich durch die Stufe teleportiert. Lena kommt wankend aus dem Zimmer, in dem sie eingesperrt war. Es ist zu spät. Wir müssen die Zeit in den Stabilisieren und Lady Elizabeth aus dem Weg räumen, bevor sie ihr Werk vollenden kann. Der Preis ist hoch. Wir werden auf immer in diese Zeit gefangen. Andererseits dürfen wir nicht zulassen, dass sie ihre Pläne in die Tat umsetzt. Los, auf zum Portal! Der Erkundungsmarker im Raum Atelier wird abgelegt und ein Personenmarker wird die Zeit ausgelegt. Er stellt Lady Helena da. Wo war ein Personenmarker nochmal? Da oben, ne? Nee. Doch hier, das sind die Unidentified. NPCs. Ja. Brauche eine Blue Female. So, da habe ich sie. Mhm. Wie ist sie von. Wie ist sie so weit weggekommen? Von hier einfach an mir vorbeigejetet nach hier. Kennt ihr die Regel nicht? Die hat nur zwei Aktionen. Die Wände reisen mit auf und gehen Blick auf hungrige rote Münder frei. Ich muss sagen, das ist bestimmt der Ermittler mit der höchsten Ausdauer. Ausdauer? Ist Agility. Oder ist das Ausdauer der Helmswert? Nee, Ausdauer ist Agility. Das Deutsche. Ich hab 4. Ja, dann. Ich hab auch 4. Dann wir beide. Mhm. Nochmal Agility würfeln. Ich fang mal an mit einer 4. Du erleidest 3 Schaden und einen Horror. Wie sieht's bei mir aus? Okay, Restraint kann ich mal weglegen. Das hatte ich ja schon Ewigkeiten schon nicht mehr. 3 Schaden und einen Horror. Kann ich 3 Schaden ertragen? Negiert nicht. Das heißt, wenn, müsste ich direkt 2 schaffen. Ja, ich kann mir die. Aber ich habe keine Aktion mehr, glaube ich. Ich glaube, ich kassiere die. 3 Schaden und ein Horror, ja. Kam fearless. Aber hier steht nicht, hier steht nur Discard, der, dann flippt Discard, da steht ja nicht, das, dass ich wechseln soll, ich muss sie nur umdrehen. Ja. Okay, dann mal, Effects cannot cause to suffer horror, unless you choose to. Oh, gib mir mal Dazed. Dust. You cannot spend clues to convert dice results or perform puzzle steps. Ja gut, die beiden kommen bald weg. Alter, okay, jetzt wissen wir, wie sie eigentlich heißt. Der Priester des Dagon. Die hat 18 Leben. Das hätte man uns doch mal anzeigen können. Ja, ich bin allein auf der Seite. Ihr müsst mir dann da gleich das Portal hinterher, weil ich muss jetzt allein gegen die fighten. 2 Felder, ja, dann kommt sie wenigstens zu mir. Das heißt, die Olle will es wenigstens wissen. Immerhin. Muss ich zu ihr laufen. Pack dich an die Beine, heb dich hoch. Ja, genau. Na, Erfolg. Rammst du den Feind des Kniesgesichts, landest uns auf dem Boden. Du leidest einen verdeckten Schaden. Titonie. Okay, es greift mich auch an. 24! Ich hoffe, wenn die tot ist, ist er auch weg. Was? Du erleidest 4 Schaden.
Okay, Agility um 1 erleichtert, negiert. Puff. Wie viel Schaden kann ich denn kassieren? 9. Ja, wie soll ich denn überhaupt zu dir kommen eigentlich? Ich nehme 3. Scheiß drauf. Kein Effekt. Kein Effekt. Oh nein, Pinch Nerf. At the end of your turn, you have not performed the move action. Flip this card face down. Keep face up. Ja, aber die hat doch gesagt, im Dialog, ihr müsst ihr hinterher. Sie wird wahrscheinlich euch das Portal zu mir führen. So verstehe ich das. Horror-Test muss ich nur machen mit der höchsten Horrorwert. Das Ding ist jetzt, Priest of Dagon brauchen wir jetzt doch, weil ich den Horrorwert ablesen muss. Okay, Horrorwert von 4 und der Jetoni hat auch 4, das heißt, ich kann mir sogar aussuchen, gegen wen ich den Horrortest mache. Ich nehme lieber mal sie. Das Viech kommt mir stärker vor. Oh ne, es ist aber Wissen, was ich hier brauche. Sehr gut, Erfolg. Okay. So, jetzt haben wir halt das Problem, dass wir dir jetzt schnell auf die Fresse geben müssen. Aber ja, Fabi ist trotzdem zuerst dran. Meine Idee, müssen wir mit der Blue Female reden. Das heißt einfach, ich nehme auch das Feuer, Fabi. Pff. Ja. 1, 2. Wenn dein Zug nicht im Feld mit Feuer beendet, kriegst du auch keine Verletzung. Sonst geht das nämlich. So, okay, so ist dran. Was? Ich würde aber so Blue Female, weil wir sind jetzt an dem Punkt, wo, wenn wir es nicht schaffen, die zu besiegen, ist, haben wir einfach ein Worst Ending. Ja. Das ist wieder dieses, wir müssen jetzt was machen, ansonsten ist es mehr RIP. Jo, dann renne ich hier hin. So, und ich gebe dir jetzt das erste Mal mit der Shotgun in die Fresse. Mhm. Viel Spaß. Agility ist schon mal gut. So. 4. Komm, ich nehme die Investigation. Folgt diese Gestalt am Arm, hörst du dich schnell schreien. Das muss der Leitschaden, Höhe des Waffenschadens. Das sind schon mal 6 Punkte. Gleich nochmal. Verdammt. Ich verziehe. Ist noch ein ich habe aber kein Clue-Symbol, Farbe. Ich kann nicht umkonvertieren. Also. Ja, Feuer breitet sich weiter aus. Ist okay. Ich würde sagen, hier. Unten ja, wir können selber wählen. Let's go. Muss deine Eiskern mit wortlosen Augen der Feind denken. Früher oder später, das weißt du, werden sie dich überwältigen. Diesmal betrifft jeder Mittler in einer Bibliothek. Wir sind nicht Bibliotheken, keiner von uns. Kein Effekt. Dagon greift mich an. Zärtlich streicht der Priester des Dagon über deine Wange. Okay. Aber also wahrscheinlich so wie Scale Movie, dieses. Ja, ich. Misserfolg. 2 verdeckte Schaden, ein Horror, wie es benommen ist, mir viel zu viel. Ich habe nur einen Clou, ich muss mesmerized werden. Mesmerized ist auch kacke, da kann ich auch fast einen Schaden nehmen. Ja, komm. Muss ich leider machen. 2 verdeckte Schaden. Leider ein Horror, das heißt, ich drehe direkt um. Keep face up, okay, das ist Willenskraft. Das könnte jetzt auch problematisch im Kampf werden, aber ist jetzt halt so. Und benommen werde ich auch noch. Benommen war ja dazed, haben wir gesagt, ne? Betäubt war stunned. Ja. Ja, okay, scheiß auf Puzzle Steps, mal ganz ehrlich. Litonia. Jeden Ermittler auf seinem Feld an. Zwischen denen. Dann greift es jeden Ermittler auf einem oder einem benachbarten Feld an. In diesem Fall ist er auf Feld, zwischen denen eine Wand liegt, das benachbart. Ja, ich bin auf dem Feld.
Okay, mein Erfolg. Landest du weich. Horror-Test auch nur wieder ich. Nehme ich wieder sie. Wissen. Vielleicht sollte ich doch lieber den Wurm bis jetzt mal nehmen, weil der braucht vielleicht keine Wissensprobe. Taktisch-Ding. Ach. Okay, wisst ihr was? Erfolg. Ich gebe den jetzt kurz auch noch aus. Ich will aber keine mehr Schaden erstmal nehmen. Ich muss immer was tanken. So, yo. Er steht vor und reden. Wir müssen das Portal verschließen. Okay, nee, Fabi, du musst anscheinend doch zum Portal. Da war bestimmt gleich eins weiter. Nee. Das ist da. Was? Blaue Marke. So. Das ist gut, weil man weiß es jetzt auch und kann jetzt direkt zum Portal gehen. Wenn du das machen willst, ne? Mhm. Ich will deine Runde ja nicht. Ja, wir müssen das wegknallen, ne? Ja, Portal schließen. Ja, dann... Ja, Jana glaubt, dass das Schließen des Portals an Veränderungen der Zeit verhindern zu können und auch wenn ihr dadurch in der Zukunft gefangen werdet. Ja, geil. Naja, Jana bringt dir einen Schließungszauber bei. Im Grunde ist es nichts kompliziert, ja, aber du spürst die unbekannte Macht gegen dich ankämpft. Ja, da können wir doch gar nicht gegen dich kämpfen, wenn wir jetzt schließen. Nee, also das Ding ist jetzt, wie es... Also, ich finde, das ist hier Madness of Madness. Man ist hier sehr schnell am Arsch. Entweder wir machen das jetzt so, dass ich sie kille und damit haben wir das Good Ending noch, nicht das Best Ending. Oder ihr macht das jetzt, da haben wir auch Good Ending. Oder wir haben Worst Ending, weil wir es nicht rechtzeitig schaffen. Wir können das Best Ending gar nicht mehr bekommen, weil wir selber nicht geschafft haben, so schnell zu sein. So, deswegen ist es jetzt egal. Zwei hast du? Mhm. Das zeigt noch keine Wirkung. Mhm. Könnte ja, sein, dann bin ich mein Glück. Genau, könnte sein, dass es Sammelfeld braucht, ist. Das wäre natürlich gut. Ich muss es halt weiter versuchen. Vielleicht kriege ich mehr Schaden hin in der Zeit. Jemand ist das schneller von uns beiden einfach. Wir müssen aber alle versuchen, was geht. Und das eins von beiden wird hoffentlich schneller sein. Als das Spiel. Ach, scheiße. Ich treffe jetzt auch nicht mehr. Immerhin. Folgt eine Schüsse immer seiner Schadenhöhe des Waffenschadens. Ja, okay, das war's aber auch schon wieder. Kann sein, dass es jetzt schon. Okay, Feuer breitet sich aus. Ja, ist vorbei. Energieströme aus der Statue, aber ich stehe noch nicht da, die Bildung ist beendet. Mhm. Energieströme aus der Statue in der Inselbiff hinein. Risse breiten sich über die Steinfigur aus und sie beginnt zu bröckeln. Es sieht aus, als könnte sie jeden Augenblick auseinanderfallen. Wow, sagt der Inselbiff und atmet hier rein. Das ist wirklich unglaublich. Wow! Vor den Augen verzerrt sich der Gang und er streckt sich bis zum Horizont. Es ist unmöglich lang. Unmöglich. In der Mitte einer Gasse, auf einem Flur, sowie in den Räumen Durchgang und Vorzimmer. Haben wir gar nichts davon, oder? Ich bin im Flur. Ja, du bist im Flur. Ja. Er leidet zwei Horror, bis ins Kraft negiert. Okay, noch ein. Ein Horror erleiden. Keep face up. Whenever you end your turn, lost in time and space. Flip one horror. Okay, ja, pf, egal. Ja, greift mich an. Wie der streichelt sie mich, die mag mich anscheinend sehr gerne. Na, immerhin. Erfolg. Bei mir ist Erfolg. Aber bei Erfolg darf ich im einen Feld bewegen. Nee, bringt mir nichts. Ich wollte gerade, man muss auf demselben Feld stehen. Also deswegen gehe ich hier nicht weg. Chetonia. Mit jeder seiner Bewegung fährt seine Stimmung durch den Erdboden. Du leidest zwei verdeckte Schaden. Will, ach Gott, die erschwert um eins negiert. Erfolg. Pro erlittenem Schaden lässt du einen Gegenstand fallen. Ich erleide keinen Schaden, weil ich hab's geschafft. Ja. Sehr gut. Ende. Horror-Test. Ja, ich nehme diesmal den Chetonia. Hier, darf mal. Ist aussichtlos. Hätte ich nicht nehmen sollen. Jetzt brauche ich Willenskraft. Habe ich Debuff. Toll. Wie soll ein witziger Mensch im Angesicht eines solchen misslöhnen Grauen bestehen? Hast du wirklich geglaubt, dein lächelnder Tant könnte dich retten? Da ist vier verdeckte Horror. Ja, toll, ich habe nur noch drei zur Verfügung. Eins.
Eins verdeckten Horror. Oh, verdammt. Pro erlittenem Horror lässt du zufällig einen Gegenstand fallen. Nein, ich kann doch jetzt, wenn ich jetzt drei habe, dann verliere ich alle meine Gegenstände. Das schlägt. Habe ich eine Investigation dabei gehabt? Ja, eine. Ich kann nur mesmerized werden. Oder gibt mir eine für euch einen Clou. Ja, okay. Dann lasse ich jetzt nämlich zwei fallen. Das Problem ist jetzt, das ist der Zufall halt. Die Sache, ne? Mhm. Dann machen wir mal Schaufeln. Iron Jesus, let's go. Ich lasse fallen. Tome of Secrets, ich lasse fallen. Shotgun. Ist schlecht. Ja, genau das, was hätte nicht passieren sollen. Ich habe jetzt den Fire-Ding gestellt, damit könnte ich schlagen, aber nee, die Shotgun ist wertvoller. Ich heb die gleich einfach auf, schieße aber mit der und hoffe, dass es reingeht. Weil es würde reichen, wenn ich jetzt nochmal Schaden mache. Könnte es hinhauen. Aber erstmal hier. Okay, Fabi ist ein Feld, jetzt kann er nochmal interagieren. Willenskraft, Fabi. Ah, wir gehen einfach gleich, oder? Er macht das schon. Ja. Geht ihr in die Zukunft, ich bleibe hier. Drei. Oder willst du den vierten nehmen, Fabi? Investigation. Ja. Könnten wir es schaffen. Ja. Ja, der Portal schrumpft zusammen. Das heißt was? Progress vermutlich. Ah, okay. Gut, dann bin ich dran und ich würde als allererstes meine Fähigkeit benutzen. Warte, erstmal muss ich das ablegen. Das war's vieles. Dann würde ich sagen, benutze ich meine Fähigkeit, krieg zwei Clues. Kannst du auch abwerfen. Lege. Fuck, ich hätte jetzt End of your turn. Warst du letzte Runde auf dem Feld neben mir? Ja, ne? Ja. Jetzt. Das ist sogar eigentlich ganz gut. Da kann ich vieles behalten. Oh, das kann ich abusen. Ich habe ein Facedown. Okay. Und den muss ich immer wieder umdrehen am Ende. Bleib einfach in meiner Nähe. Okay, dann lege ich die hier ab. Und dann benutze ich auch das Portal. Kann ich nicht auf das Portal schießen, Mann? Nee. Bei Success. Endlich erlischt auch der letzte Funke des leuchtenden Portals. Die Stabilität der Zeit ist wiederhergestellt und Lady Helena stößt einen tiefen Seufzer auf. Damit wir die Pläne dieser Frau vereitelt. Leider bedeutet es auch, dass wir auf absehbare Zeit hier festsitzen. Aber ich will noch nicht alle Hoffnung aufgeben. Vielleicht finden ihre Kollegen in der Gegenwart eine Möglichkeit, einen Song zu holen. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ja, noch bin ich nicht tot. Ich lebe noch. Ich kämpfe da jetzt noch weiter. Der Fall ist aufgeklärt. Und das ist die Hauptsache. Egal wie, ich bin jetzt lost. Erschöpft lehnt ihr euch an eine Wand. Es ist getan. Doch zu welchem Preis? Die Zukunft fühlt sich beinahe so fremd an wie ein außerirdischer Planet. Ihr geht in den verwilderten Garten und blickt nachdenklich auf das knorrige Unkraut. Ja, es ist anders hier, aber zumindest ist es sicher. Und vielleicht gibt es irgendwo einen anderen Weg nach Hause. Ihr müsst nur den Mut haben, danach zu suchen. Yo, das war... dieses Szenario. Fabi, wir sind in der Zukunft. Wir können PC-Spiele spielen, während er da gegen Monster kämpfen muss. Danke. Ab in die Arcade. Das war Lauf des Schicksals und das war ein Erfolg, denn es gibt bei uns immer nur grün oder rot. Da das jetzt der Fall ist aufgeklärt da stand, ist ja egal, wie das Ende ist. Aufgeklärt ist aufgeklärt. Damit haben wir einen weiteren Erfolg. Für alle, die es wissen wollen, unsere Erfolgsrate lag vorher auf genau 50%. Wir haben die Hälfte alle geschafft, die andere Hälfte nicht.
Und damit haben wir jetzt eine Rate von... Ich kann keinen Bock, Prozent zu rechnen. Auf jeden Fall ein Erfolg mehr als ein Misserfolg. Müsste so ca. 70% sein. Ungefähr. Also, ich genieße das Leben hier mit meinen Querbalkenhaaren und meinem Hut. Ja, wie immer, natürlich am Ende hat es halt dieses Flackern darauf hingedeutet, dass die Oligons spawnt. Wie immer, wenn man den Namen nicht kennt, weiß man halt nicht, was der Clou ist. Also wie oft es dastehen darf und sowas. Wenn wir jetzt nochmal spielen würden, wüssten wir das. Aber ja, wahrscheinlich hätten wir halt die Olle da rausholen müssen. Da hätte die uns gesagt, was zu tun ist. Also euch gesagt, während ich auf der einen Seite euch irgendwie Hilfestellung gebe. Und dann wäre es bestimmt auch so gelöst. Aber ja, ist halt so. Wir haben jetzt immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 weitere, die wir noch machen könnten. Das war die 11. Folge. Ja, wir hatten jetzt ein bisschen Pause, vielleicht machen wir es bald mal wieder, aber die anderen müssen wir entweder NPCs uns nehmen oder halt mit mehr Leuten spielen. Ich zeige euch mal ganz kurz, weil die sind halt, also zum Beispiel hier die drei. Also ich kann euch damit also nicht sagen, wann wir weitermachen mit den Folgen. Weil wir es mir mal wieder nur gespielt haben und ja, quasi Sonderfolgen sind, klar. Aber wie gesagt, hier zum Beispiel 7 haben wir auch noch offen. Das sind halt alles 5 und 4 Sterne-Dinge. Tote Verein zum Beispiel ist volle Schwierigkeit. Und bisher haben wir, glaube ich, noch keins mit voller Schwierigkeit gespielt, oder? Ne, tatsächlich, wir haben bisher noch keins gespielt, das 5 von 5 hat. Also da wissen wir nicht mal, wie schwer das ist. Ja, aber dann wahrscheinlich hoffentlich mit mindestens 4 Leuten am besten. Mal gucken. So gut geht's ja. Genau. Also Leute. Danke fürs Zuschauen bei dieser Folge. Wenn es waren, guckt gerne auch die anderen 10. Nicht, ich spoilere. Aber ich habe ja jetzt nur die Zahl gesagt, aber ich habe nicht gespoilert, welche wir davon nicht geschafft haben, welche schon. Also guckt euch ja gerne die anderen auch noch an, wenn ihr es nicht getan habt. Sind ja alle quasi losgelöst von den anderen. Und genau. Wir haben in unterschiedlichen Konstellationen gespielt, ganz lustig. Guckt da gerne rein. Und ansonsten viele andere Cthulhu-Sachen findet ihr unten in der Cthulhu-Playlist. Und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.